Also heute Bigfoot. Ich habe Bigfoot wirklich einmal gespielt. Und dann wurde mir gesagt, also als wir das damals gespielt haben, ne, da war das übelste Mistgame. Das war halt einfach so komplett, keine Ahnung. So, es war so ein, wie eine Demo. Das war eine Demo, so eine Tech-Demo. Und die war richtig scheiße. Du konntest Bigfoot gar nicht richtig abschießen. Und jetzt wurde es aber, glaube ich, besser gemacht, oder? Simon ist ready. Ja, dann soll Simon reinkommen in den Channel. Schreibt er mir gleich, oder? Schreibt er mir gleich. Ich guck mal. Simon wartet im Kappa-Channel. Im Warte-Channel. Finde den Wartezimmer-Channel nicht. Ich finde ihn nicht. Okay. Also, ist auf dem Bonjour Discord. Das ist der Wartezimmer-Channel. Ich schreibe ihm mal. Oder mal, ich mache eine Sprachnachricht, das ist besser. Hi Simon. Siehst du die alle, also siehst du alle anderen Channel? Weil es kann sein, dass du erstmal im Willkommen-Channel mit einem Emote reagieren musst, das ist unsere Bot-Abwehr, damit hier keine Bot-Accounts reinkommen, muss man erstmal so einen Dummy-Test machen. Und dann sieht man alle anderen Channel. Und ja, wenn du die dann siehst, kannst du reinjoinen. Ich zieh dich dann rein. So, okay, mal gucken. Wie heißt er denn? Wie heißt wer? Simon? Simon heißt Simon auf Discord. Soll ich euch die Nummer sagen oder ist die geheim? Ist die Nummer geheim? Scroll mal runter. Ist er in irgendeinem... Da ist er doch, guck mal. Wir ziehen ihn mal hoch. Kann ich ihn hochziehen? Zieh mal Epsilon rein. So, dann ziehen wir... Jetzt mit Rudi Star ist am Channel. Dann hier rein. So, dann... ich komme nicht höher. Wie kann ich ihn denn höher ziehen? Warte mal, ich gebe ihm mal Rechte. Rolle. Ah, hat er schon. Er hat schon die Streamer-Rolle. Ja, dann müsste er den sehen. Jetzt hat er mir ein Foto geschickt. Alright. Rechtsklick. Was mit Rechtsklick? Mit Rechtsklick kann man ihn höher ziehen, oder was? Rechts halten oder rechtsklicken? Nee. Rechtsklick. Was muss ich jetzt hier machen? Rechtsklick verschieben. Ah. Rechtsklick verschieben. Wo ist verschieben? Blockieren. Verschieben nach. Server einladen, stummschalten. Das ist in irgendeinem. Ist er selber noch oben? Ah, jetzt habe ich. Ganz ja, unten verschieben nach. Da ist er doch. Easy. Seht ihr? Probleme. Ihr seid im Stream. Probleme Hallo? Lösen sich von selbst, Hallo? Wenn man einfach nichts macht. Ja, geil, das klappt ja. Ich habe nichts getan. Das war sicherlich ein Affen-Sound von dir gerade. Nein, wirklich nicht. Ich war die ganze Zeit gemutet. Okay, dann war das vielleicht wirklich aus dem Spiel. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Nichts getan? Schön, dass ihr es geschafft habt. Es ist ein bisschen kompliziert immer auf Discord. Ich raff das selber noch nicht. Ich wollte dich gerade verschieben, Simon, hab's nicht hinbekommen, weil ich so dumm bin. Ich komme aber klar mit allem. Also ich habe nur den Raum nicht gefunden. Aber ich weiß sogar jetzt, wo er sein soll. Sehr, sehr gut. Okay. Das freut mich. Geil, dass ihr da seid. Wir warten noch auf Varion, also auf Flo. Und dann können wir versuchen, eine Lobby zu machen. Kennt ihr euch ein bisschen aus im Bigfoot? Ja, sehr sogar. Sehr sogar, das ist super, weil ich habe es einmal gespielt vor ewigen Zeiten. Da war das noch so eine Demo und da ging gar nichts. Und jetzt. Okay, ja, also kannst du auch den Bigfoot steuern. Genau. Ach, echt? Also ja, genau. Also den neuen Teil habe ich jetzt schon durchgespielt, das neue Update. Aber ich glaube, es gibt jetzt auch eine neue Map. Oder? Eine Schneemap? Schneemap habe ich gehört. Genau, die habe ich noch nicht gespielt, aber ansonsten kann ich euch alles erklären. Geil. Das ist nice. Yes. Ja, dann warten wir noch ein bisschen. Mhm. Aber währenddessen bin ich, nur dass ihr euch nicht wundert, ich bin schon mal in einem Spiel. Ich wollte mir kurz die Map mal angucken. Klar. Und ich gehe da natürlich raus, müsst ihr nur Bescheid sagen. Wann soll ich denn eins aufmachen oder ihr? Ja, gern, wir können auch schon mal eine Lobby. Genau, wir können schon mal eine Lobby aufmachen, weil wir müssen uns ja auch adden, glaube ich, ne? Ja, das ist nämlich, glaube ich, auch so ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich euch schon habe. Müsste ich eigentlich, aber in Steam... Ja, also guck mal, ich bin mit meinem Mental-Profil drin, das heißt Judgmental. Hast du das, Gnu?
Oh, ich. Ob ich denn Mäntel hab? Ja, okay. Also wir haben schon sau oft zusammengespielt, aber es waren, glaube ich, immer Games, wo man sich gar nicht adden musste, oder? Ja, ich adde dich. Geh mal kurz zu Manches Chatting Overlay, dann adde ich dich mal. Genau, kriegen wir gleich hin. Ich kann euch meinen Freundescode senden, mit dir geschrieben. Dann ja, bin, genau. Okay. Ja, Freundescode is very much appreciated. Ja, ganz gut. Ich schicke euch auch. Oh Mann, wie schicke ich euch den? Es ist so dumm. Ich muss original schon wieder. Ich muss ein Foto machen. Tut mir leid, Matteo. Das ist kein Problem, weil ich würde das genauso so dumm, machen ey. Jetzt. Ich würde es genau. Ich habe zwei Rechner, ne? Nur ich kann es halt nicht copy and pasten. Easy. Ja. So, ja. Ich habe den Code geschickt. So, warte ganz kurz. Also, mein Code hat nur Mäntel gerade. Ich kann den dir aber auch schicken. Ja, klar, ist voll dumm, ne? Ansonsten können wir den auch bei uns einfach vielleicht oben in die Among Us-Gruppe reinposten oder sieht denn da jeder? Nee, genau. Ich das ist das Beste, genau. Gerade nicht. Genau, also Gnu, du kannst deinen in die Among Us-Gruppe posten, dann adde ich dich da. Und Simon hat mir seinen ja geschickt bei WhatsApp, dann adde ich den darüber. Okay, machen wir es so, Moment. Kriegen wir hin. Flo ist ja eh noch nicht da, wir haben noch Zeit. Doch, der ist da. Scheiße. Doch, ich bin da. Das ist natürlich scheiße. Hey, was geht ab? Ich habe auch Hallo gesagt, aber der war gerade vertieft ins Gespräch. Was geht ab? Hi, Flo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, super. Dass ich hier sein darf. So, geil. Ich hab, oh, wisst ihr, was ich gesehen habe? Watch Party bei Flo, Eddie und Jan Gustafsson mit Karate Tiger, war das ja, da? Ja, das stimmt. So geil, so ein Trash-Film. Aber der war schon gut, fand ich. Also der war unterhaltsam, aber nicht gut. Weißt du zufällig, was für eine Auswahl an Filmen man da hat? Oder hat alles, da was auf alles? Prime ist. Genau, ne? Alles, was bei Prime ist. Also wirklich alles auch. Also ich meine, alles, was ich so mir angucken kann, ohne zu bezahlen, kann ich dann auch. Das ist ja genau. Genau. Das ist ganz cool. Das ist auch ganz wild. Da gibt es dann auch so richtige Hardcore-Splatter-Filme. So zum Beispiel, wie heißt denn dieser eine? Midsommar. Kennt ihr den? Oh ja. Ja. Hey, willst du den gucken, Matteo? Nein, ich möchte den auf keinen Fall noch. Ich will den nie wiedersehen. Aber den hat sich auch schon mal hier. Hat sich hier Stay schon mal angesehen auf Twitch. Und das ist halt so verwirrend, weil normalerweise musst du ja voll aufpassen bei Twitch, dass du keinen Nippel zeigst und dass du mega aufpasst. Und dann guckt er einfach einen Film, wo es einfach eine Massensexorgie gibt, wo man alles sieht, also Penis, also Vagina, alles. Und wo Leute Köpfe zersplättert bekommen. Und das ist dann okay. Das ist absolut weird. Ja. Null Splatter. Das ist voll Splatter. Wo die von dieser Klippe runterspringen und die einfach auf den Boden zersplattern. Das ist doch voll Splatter, oder nicht? Ja. Finde ich auch. Ja, bitte nicht auch dem einen der Rücken und die so aufgemacht und die Lunge so aufgehängt und ja, so. Genau, ja, genau. Hängt an der Lunge und lebt. Die früher gemacht haben. Ne? Genau, und lebt dann noch. Richtig, ja. Das ist ekelhaft. Also ich fand den auch ziemlich verstörend. Aber ist auch ich fand das Film. Ende, ich spoilere nicht, aber das Ende fand ich irgendwie zwischen süß und arm. Ich war mir nicht so sicher. Also ich war auch sehr verstört von dem Film. So, ich von Midsommar meint ihr immer noch? Genau, ja. Midsommar, ja. Der war echt gut. Aber Dings ist auch sehr, sehr gut, kann ich auch empfehlen. Hereditary, den kann ich auch echt. Ja, der ist aber auch geil. Also den, der ist sehr gut, ja. Der hat eine sehr krasse Atmosphäre. Und die Schauspielerin, die Mutter ist halt so heftig, ne? So, ich habe einen Friendcode. Ich diktiere euch den einfach mal, weil es eh eigentlich egal ist. Oh, okay. Also 77319. 77319. 268. 268. Und ich wundere mich jetzt, dass Flo den mitschreibt, weil Flo, wir spielen seit über einem Jahr zusammen Videospiele auf Steam und wir haben uns eigentlich. Ja, stimmt. Aber Bonjour hatte ich auch stehen, aber das wurde jetzt angenommen. Ach ja, sehr gut. Ja. So, okay, dann adde ich jetzt mal Simon. So, Enter Friend Code. Geil. Da ist Hallo, ich bin gemutet. Meiner ist auch drin. Mental. Ich habe dich schon geaddet, glaube ich. Genau, dich habe ich angenommen. Geil. Ich habe jetzt Simon geaddet. Vielleicht hast du was bekommen, Simon. Schau mal. Ja, ich habe dich hier. Geil. Und dann adde ich jetzt noch Gnu und dann haben wir uns. Und dann können wir versuchen, eine Lobby aufzumachen. Ja. Nach 10 Jahren mal. Ey, das ist noch super schnell für meine Verhältnisse. Ich habe einmal versucht, mich mit Donny zu adden. Wir haben ungelogen 45 Minuten gebraucht, um uns zu adden. Weil wir so komplett lost sind. Aber wenn es dann einmal läuft, wenn man erstmal jeden einmal kennt, dann, dann hat man es. Ja, das stimmt. So. Eine Frage. Wer macht auf? Du wolltest aufmachen, Mäntel? Nee, bitte Gnu, weil ich kenne mich mit dem Spiel gar nicht aus. Ah, okay. Okay, dann mach ich's. Ich warte nur noch auf deinen Freundesantrag. Genau, hier steht aber Fail to send invite, please retry.
Also ich sehe dich, ich sehe dein Profil genug und auch dein Foto. Und ich kann dir aber kein... Schick mir nochmal deine, sag nochmal deine. Ja, 77319. Ja. 268. Upp. So, Friends. So. Habt ihr eine geschickt? Hat nice. Funktioniert, glaube ich. Ich gucke jetzt mal. Cool. Friend Request. Oh. Sind die alphabetisch? Da ist Gnu, nehme ich an. Dann mache ich eine auf, oder? Super. Ja, sehr gerne. Ja. Da gibt es eine, die heißt Asshole, die ist nicht von mir. Oh, die habe ich auch gerade gesehen. Okay. Ja. Upp. Hätte ich jetzt aber gedacht, dass sie von uns ist, aber okay. So, dann gehe ich mal ins Game rein. Wie machen wir das jetzt, dass du mir sagen kannst, welche Lobby es ist und Passwort und alles? Ich schreibe euch das hier bei Among Us rein. Geil. Oh, gut, ja. Und, oh, shit, und vielleicht Vollbild machen, ne? Wenn wir den angeben, ne? Dann sieht genau, macht euch die Kamera auf Vollbild. Wir können auch gerne in Squad-Modus gehen. Sehr gut, auf Twitch, wenn ihr wollt. Ich muss echt noch mal kurz fragen. Ich finde den Ordner doch nicht. Wo muss ich, welche Sachen muss ich durchklicken? Community, Bonja-Formate, Bonja Inside, Warte, Livestream. Ich sag's dir. Also guck mal, wir haben ja die Live-Kanäle, ne? Und da, direkt darüber ist Wartezimmer. Siehst du den? Ja, jetzt. Und darüber ist Among Us. Mit so roten Ausrufezeichen steht Among Us. Siehst du den? Okay, ja, den sehe ich. Sehr gut, genau. Und da klickst du drauf und da drin sind. Nee, Gnu, wie hast du den genannt jetzt? Ich habe extra falsch geschrieben, dass man nicht sagen kann, dass du es bist. Okay. Ich hoffe, jetzt kommt keiner drauf, scheiße. Also Lobby suchen. Da ist sie doch. So, und dann das Passwort. Ich mag sie, ja. Chat hat das auch schon gecheckt. Simon, bist du wieder fit? Simon, nach Haus an Haus. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich durfte ja schlafen. Also ich habe dann ja meine 7 Stunden bekommen, als ich dann hier oben war, nach dem Landwirtschaftssimulator, klar. Und danach war ich auch wieder ein normaler Mensch und das ging auch wieder. Ja, also ich merke das, ich hatte gestern so richtigen Kater, als hätte ich gesoffen. Hab dann so, also ich habe das, ich glaube von dem Koffein, weil ich ja kein Koffein trinke normalerweise. Und ich hab, das kann gut sein, ja. Ich kämpfe echt noch ein bisschen damit, aber war auf jeden Fall krass. Ich wollte gerade Squadstream machen, es ging auch bei dir, Gnu, und bei dir, Matteo, aber bei Simon nicht. Hast du das irgendwie ausgestellt? Ja, der Simon muss dir noch folgen. Ah, okay. Oh, das tut mir leid. Das, ja, alles gut. Muss alles ich dir nochmal machen. Kannst du mir nochmal quasi deinen Namen geben? Einfach Edvarion, aber ich... Ach so, warte, ja. Nee, ist okay, oder Freundescode, wie du meinst, was du meinst. Ach so, ja. Ich habe das ausgestellt, aber ich krieg trotzdem so viele Anfragen. Nee. Ganz kurz, nur zur Erklärung. Ich machen Squadstream über Twitch und du müsstest mir einmal kurz auf Twitch folgen. Ah, nee, warte mal. Simon ist noch kein Partner, stimmt. Das geht nicht. Nee, genau, das bin ich noch nicht. Ach, ich bin aber dem nächsten Partner. Ich habe dir erstmal eine Varion-Anfrage. Ja, ich sehe gerade, ja. Okay, dann starten wir einfach so. Das mal haben. Genau, seht ihr alle die Lobby? Wir sind drin, ja, soweit ich weiß. Ja. Weil man kann halt jetzt bei Bigfoot einstellen, zum Beispiel wie viel Schaden er anrichtet, wie viel er aushält und unseren Loot. Ich würde vorschlagen, da wir das jetzt das erste Mal spielen, machen wir, dass wir viel Loot bekommen, dass er nicht so viel Schaden macht und dass Bigfoot nicht so viel Heilung hat. Und selbst das wird schon ätzend. Ich verlasse mich da komplett auf deine... Ja, ich glaube, zum Reinkommen ist es motivierender, wenn wir es so machen. Okay. Ja, let's go. Soll ich bei der Charakterauswahl irgendwas Spezielles auswählen? Haben die verschiedene Fähigkeiten? Genau, da steht es oben, ne? Ja, genau. 10% schneller oder heileffizient oder was auch immer. Genau. Ui. Ich glaube, ich nehme mal der mehr Schaden macht. Der klingt gut. Oder habt ihr den schon? Oder können wir dieselben Leute nehmen? Also, nee, geht nicht. Dieselben jeder geht kann nicht. Den einen nehmen, ja. Wenn ihr jetzt Bock habt auf Rick, kann ich den gerne euch geben, aber der hat halt einfach nur Waffenschaden. Ich nehme auch einfach den, der übrig bleibt. Mir ist auch egal. Ich bin da eine Legende bei Videospielen, deswegen. Das werden wir schon hinkriegen. Ja, ich bin richtig gespannt. Ich habe letztes Mal der Bigfoot einmal irgendwo gecornert an der Klippe und hat auf mich eingeprügelt, währenddessen am Edo Nils versucht, zu mir zu kommen. Das war sehr lustig. Das ist wie nach so einem Clubbesuch, gell? Ja, genau. Komm mal nach Stuttgart, da ist es nochmal. So, ich bin ready, also... Okay, dann können wir starten. Ich glaube, Flo auch und Simon auch, genau. Ja, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das wird lustig. Bin
gespannt. Ich bin da so ein bisschen Schisser im, also. Dann ist das Spiel perfekt. Ja, perfekt. Alle Klippen! Nee, nee. Das hat eine richtige Cutscene. Das hat damals noch nicht gehabt, als ich es gespielt habe. Nee. Also bei der Map kenne ich mich auch noch nicht aus. Also wenn es jetzt die gleiche Map ist, nur mit Schnee schon, aber ich denke mal nicht. Okay. So. Oh, also Nachtsichtkamera, Karte, heilen, ja. Tablet, Taschenlampe, oh mein Gott. Liegt alles am Anfang rum und ja, ist eigentlich auch immer selbsterklärend. Ja. Eine Drohne gibt's auch. Na, ja, also die Drohne zum Beispiel ist echt richtig sinnvoll, wenn man die nicht verliert, das mir direkt passiert. Ja, genau. Also ich würde sagen, wir sammeln jetzt einfach mal alles ein und dann können wir es nämlich aufteilen, weil ich es immer ganz cool finde, wenn einer sich zum Beispiel um Bärenfallen kümmert, jemand, der gut schießen kann, schießt, der andere heilt und so weiter und so fort, aber das können wir gleich bequatschen. Also mein Charakter kann gut schießen, ich will das nicht unbedingt auf mich übertragen, aber... Das kannst du sehr gerne dann machen. Okay. So, hier so. Ist zum Beispiel schon mal ein Gewehr. Wer will's? Ich will ein im Gewehr. Schränkchen. Ich hätte. Okay. Wir können auch alle eins haben, oder? Ja, die müssen wir suchen. Also jetzt am Anfang ist alles nur wirklich hier in diesem Wohnwagen. Ah. Ich nehme jetzt erstmal alles. Krönchen liegt hier auch auf dem Bett. Ah, okay, das sind die Kameras. Könnt auch in die Schränkchen gucken oben. Da hat's und in die Taschen. Da hat's überall noch Muni. Und dann gibt's auch noch Gebäude, oder? Bei denen genau. Man Dinge findet, okay. Genau, Dörfer und alles. Die muss man dann suchen. Dörfchen, wie alle jetzt ganz hastig hier alles öffnen. Ja, wir teilen natürlich gleich auf. Nochmal ganz kurz zur Grundprämisse des Spiels. Also wir sind Wanderer und suchen Bigfoot oder was? Also Jäger. Mhm. Und Leute, die vermisst werden, sehe ich gerade. Sollen wir die auch finden? Genau, das wäre natürlich. Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Aber glauben wir an Bigfoot oder ist es, glauben wir eher, dass es jemand ist, der sich mal verkleidet? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so wie wir ausgerüstet sind, glauben wir dran. Ja, würde ich auch sagen. Das ist schon ziemlich heftige Ausrüstung für den Spaß. Hat denn stimmt. einer von euch die Signalfackel? Nein, ich habe ein Messer und ein Gewehr. Nicht. Das ist eine rote. Ich hab die leider nicht. Wo liegt die denn? Pistole. Ja, ist genau. Die? Ist, ja, die ist super wichtig, weil... Soll ich die dir geben? Ich will die gar nicht haben. Ja, dann gib die gerne mir. Wie kann ich dir was geben? Das bin ich. Du musst ich bin im Wohnwagen. Zu Simon. Ah, ja, genau. Simon ist draußen. Ah, hier. Genau. Ah, einfach jetzt. Okay, ja. Ist easy. Ich kann es euch nur kurz erklären, weil die sorgt dafür, wenn... Also du hast ja schon gemerkt, Simon, der drischt ja ewig auf dich ein und hört nicht mehr auf. Ja. Und dann muss man eigentlich mit der Signalfackel oder mit der Signalpistole auf ihn draufschießen, weil nur dann geht er. Deswegen ist sie wichtig. Aber ich bin jetzt auch nicht die Beste im Ziel. Naja, aber das wird schon... Mäntel, ich gebe dir auch mal kurz eine Kamera. Ich komme. Die kannst du dann... Ich bin schon hier. Ne? Die kannst du halt überall hinstecken und dann können wir die vom Tablet aus angucken. Also so für Prostata-Vorsorge oder was? Oder zum Beispiel, wenn du willst, bin auf jeden Fall versiert. Da ist auch eine kleine Lampe drin. Also. Aber wo ist denn die Kamera? Jetzt habt ihr jetzt nicht gesehen. Hier gebe ich auch noch eine. Die müsstest du jetzt in deinem Inventory haben. Ah, die hast du mir direkt gegeben? Geil. Ich kann dir die einfach so geben. Jetzt habe ich zwei und ihr habt jeweils eine. Nice, okay. Wie kann ich hier aufrufen, die Cam? Also ich habe das Tablet dafür. Genau, so, aber wie kann ich die setzen? Wenn du auf Q drückst. Ah, hier ist noch ein Tablet sonst, Matteo. Ah, ja, ich sehe die Kamera. Ja, nimm ruhig, genau. Ah, ja, okay, ich komme. Nur zur Info, weil ich habe noch eine Fotokamera, die gebe ich auch gerne ab und die Drohne. Ja, warte, wo ist das und Tablet? Messer. Ah, ja. Gut, da ist ein Hirsch. Oh, können wir auch Hirsche jagen? Bringt das was? Ja, der ist gut für Fleisch, weil das Fleisch brauchen wir tatsächlich, um diese Bärenfallen, die sind... Also habt ihr Bärenfallen? Weil die Bärenfallen machen den meisten... Sehr gut. Die machen den meisten Schaden. Das heißt, sobald Bigfoot kommt, legen wir eine Bärenfalle hin, legen Fleisch drauf und versuchen, dass er reintritt. Und nice, dafür ist das Fleisch ganz gut. Wo ist denn der Hirsch? Okay. Der ist weg. Aber da kommen noch andere Tierchen. Wir haben gar nicht jeder eine Kamera, ein Licht, ne? Also es gibt nur begrenzt Lampen. Echt? Auf F? Oh, F, genau, F habt ihr direkt Licht, ja. Okay. Ach, nice. Verbraucht sich das oder ist es unendlich? Ist unendlich. Nur eine Frage, du hast einen Modus gewählt, wo der Bigfoot KI gesteuert ist, oder? Ja. Geil.
Ja, es wäre ein bisschen schwierig am Anfang, glaube ich. Ja, ich denke auch. Muss denn der Bigfoot auch was machen? Also wenn man ihn spielt? Also muss der auch irgendwas erreichen oder muss der nur töten? Er muss uns alle umbringen, ja. Ich hab einen Hirsch. Oh, geil. Oh, geil, Fleisch! Da spießt schon jemand fleißig hier. Ah, ne? Wie machst du das? Oh, ich habe hier Wölfe. Gibt's Wölfe? Ja, deswegen sollten wir mal auf den Weg gehen. Okay, aber Wölfe, die greifen uns auch an, ja? Ja. Und Bären. Okay, Bären, eieiei. Wie kommen wir an Munition? Also was, wenn meine Munition alle ist? Also das Beste ist, dass wir jetzt die komplette Map absuchen, weil in diesen Lagern gibt es immer ganz viel Munition. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal alles ab. Hier zum Beispiel ist ja auch oben ein Pfad, wenn ihr auf die Map unten links guckt. Da seht ihr zum Beispiel einen kleinen Pfad und in diesen Sackgassen sind halt ganz oft, ja, Munition, neue Waffen, genau, kleine Lager. Okay. Was war das? War schon so ein bisschen unheimlich hier, die Grundstimmung. Aber es ist cool, dass wir zu viel... Oh, Vorsicht! Entschuldigung. Okay. Warum ist der runtergefallen? War das Bigfoot? Das war Bigfoot, ja. Ey, cool, das ist wirklich eine neue Map. Sind hier auch Menschen? Nee. Okay. Los, meine kleinen Schäfchen, lootet schnell. Okay, ich geh hoch, ich geh rein looten. Ja, lootet. Aber nicht, dass jetzt hier einer wohnt oder so. Das wäre mir neu. Okay. Aber man kann Schubladen durchsuchen, okay. Geil, endlich Muni. Ich mach mal die Drohne und fang mal an, hier die Gegend zu erkunden um uns rum. Ja. Oh, ich habe Munition gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Alles einpacken. Ich habe eine Drohnenbatterie gefunden, die kann ich euch direkt abgeben. Super. Vorhänge. Ich habe gerade gemerkt, ich habe keine. Geil. Und eine Signalfackel auch gefunden. Die Batterie nehme ich auch gerne. Wenn ihr einen Code findet, dann sagt uns Bescheid. Hier ist ein Tresor und dafür braucht man den Code. Aber kann auch sein, dass er hier in einem Raum ist. Was bringt eigentlich, wissen es vielleicht die Chats, oder die Zuschauer, was bringt's, dass ich hier die Vorhänge zumachen kann? Bringt's was, wenn ich Vorhänge zumache und Licht aus? Das würde mich mal interessieren. Ja, das ist eine gute Frage, ja. Das kannst du auch, können wir auch Licht ausmachen? Licht aus können wir auch machen, guck. Ich habe gesagt, ich habe eine Schublade übersehen. Hier wird geschrieben, dann ist es drinnen dunkler. Ja, danke. Perfekt. Mäntel, kannst du mir die Batterie mal geben? Dann fliege ich ein bisschen rum. Wie kann ich die Batterie. Wo ist mein Inventar? Mit I? Ja, genau. So, hier Drohnenbatterie. Du kannst einfach E drücken, mich angucken und E drücken. Oh ja, ja. So kann ich das vielleicht. Warte mal. Q habe ich jetzt gedrückt. E geht auf dir nicht. Oh mein Gott. Doch, es geht. Warte, hier. Hä? Geben. Ah, geil, Drohnenbatterie. Ja, willst du auch eine Signalfackel, kriegst du auch. Boah, das Telefon klingelt. Was? Warum klingelt das Telefon? Ist nicht gut, dann hört er uns. Wo ist das? Warum klingelt denn hier ein Telefon? Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja wie Phasmophobia oder so. Ja, vor allem, dann hört er uns. Ja. Dann mach die Vorhänge zu. Ja, habe ich schon. Gibt es irgendeine gute Kameraposition? Also irgendwas, wo du sagen würdest, da lohnt es sich? Oder ist es so halt random? Also am besten ist es, wenn man eine Falle aufstellt, ein Stück Fleisch drauf und da eine Kamera hin macht, weil dann kann man nämlich immer verfolgen, wo der sich befindet. Okay, klar. Klingt logisch. Also können wir theoretisch machen, weil dann wissen wir, ob er weiter weg ist, ob wir uns noch von einem Lager zum anderen bewegen können oder ob er zu nah an uns dran ist. Können wir mal eine Falle aufstellen? Ja. Ja, genau. Und ein Fleischi drauflegen und ganz wichtig dann noch tarnen, weil der lernt nämlich auch aus seinen Fehlern. Oh nein. Also anders als ich. Also wir tarnen dann die Falle, damit er nicht... Oder was? Oder tarnen wir uns? Genau, also die Falle. Wenn hier jemand die Falle, das wäre geil. So hier an die Stelle, wo ich hüpfe. Hat jemand eine Falle? Okay, mach gern du sonst. Erklärt mal, wie ihr es macht. Ich weiß nicht, wie das geht. Auf Q? Also wenn du eine hast, genau. Ich hab schon, sorry. Dann Fleisch drauflegen. Oh, sorry, jetzt habe ich sie eingestellt. Ja, dann machst du nochmal. So, und jetzt steht da Fleisch drauflegen. Habt ihr Fleisch? Nee. Ja, ich hab. Flo hat dann das. Dann leg mal drauf. Der ist unser Koch. Aber wie kann ich das auswählen? E halten. Oh, das bist du reingelaufen. Oh Gott. Ich flieg schon mal rum und gucke.
Warum lösten die aus, wenn ich... Also warte, ich mach's nochmal, nicht in die Falle steigen. So, jetzt ist Fleisch drauf. Es ist eine Gitarre, okay, und dann Fleisch drauf. Ihr müsst eh gedrückt halten. Okay. So, okay, und da ist auch die Kamera. Gut, dann lass uns mal weitergehen, weil am Tag ist es eher selten, dass er angreift. Ah, okay. Moment, ich muss die Drohne gerade noch landen. Okay, und nicht durch die Falle laufen, Simon. Gut, danke, dass du es mir nochmal sagst. Das ist das passiert so oft. Achtung, oh, verhört ihr das? Ja. Hört, das ist Bigfoot. Wie? Sicher? Das ist eine Drohne, oder? Nee, das Klatschen ist Bigfoot. Das Klatschen? Knallen. Das Knallen gegen das Holz. Also mal, können wir ganz kurz mal so eine... Gnu, bist du das in-game? Hä, was? Du siehst in-game, dein Charakter sieht dir voll ähnlich. Letztes Mal wurde mir gesagt, die sieht aus, als wäre sie drogenabhängig. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist. Oh. Nee, ich finde das... Aber, also, na gut, ich sag nichts mehr. Angenommen, Bigfoot kommt jetzt auf uns zu. Was machen wir dann? Rennen wir eher weg? Schießen wir dem in den Kopf, oder... Also Idealfall ist, wir würden zum Beispiel in die Hütte rennen, vor die Hütte hier eine Falle platzieren, ein Fleisch drauflegen und wenn wir in einem offenen Bereich und dann drauf schießen, so oft es geht. Wenn ihr merkt, der verprügelt euch und lässt nicht ab, dann sagt ihr mir Bescheid, weil dann schieße ich mit meiner Leuchtpistole drauf, dann geht er weg. Okay. Dann kommt er aber nochmal. Wenn wir auf einem offenen Feld angegriffen werden, würde ich immer Fallen hinlegen und dafür sorgen, dass er reinläuft. Sagen wir mal, erst ist der Schneemann. Dann würde ich so gucken, dass ich mich so hinstelle, dass er gerade auf mich zurennt und in die Falle rein. Weil das macht am meisten aus. Alles klar. Okay. Wie viele Fallen haben wir? Eine? Zwei. Ich habe zwei. Und die können wir immer wieder verwenden? Ja, also wenn er durchläuft, kann es sein, dass sie kaputt gehen. Das heißt, habt ihr noch Fallen? Die sind eigentlich mega wichtig. Nee, ich hatte eine. Ich glaube, die habe ich. Die hat jetzt jemand von euch. Die habe ich. Genau. Ja, genau, die hatte ich. Ich habe keine. Ansonsten ist halt die Frage, ob wir nicht die Falle da hinten mitnehmen, weil ich lasse die eigentlich immer ungern irgendwo liegen. Ja, also lass sie doch mitnehmen. Genau, wenn wir jetzt weiterziehen, sollten wir das schon mitnehmen und dann halt vielleicht, wenn wir wissen, dass er in der Nähe ist, dann die aufstellen oder so. Okay. Dann nehme ich die Kamera auch mit, oder? Ja. Genau, nimm alles mit, Simon. Ja. Lasst uns mal so schnell es geht noch weiter looten, weil die Muni wird ganz schnell weniger und der wird immer aggro. Möchte jemand die Munition von mir haben, weil ich habe ja kein Gewehr wenn oder so. Wenn das Muni für das Gewehr ist, ja, würde ich gerne nehmen. Ja genau, dann teilt es mal gern auf. Und hat jemand eine Pistole, weil ich habe Pistolenmunition, die ich abgeben kann. Ich habe eine Pistole. Ja, dann kommen wir mal hier, so, und dann hier die 9mm, glaube ich, ne? Hier, 30 Schuss hast du. Ja, danke, perfekt. Und noch mal, ich habe dir die 9mm gegeben, auszusehen, Matteo. Ich habe die jetzt weitergegeben. Und Shotgun-Munition habe ich auch, gebe ich dir auch. Genau, ich habe dir alles gegeben, was ich hatte. Danke dir, Flo, weil die 7-Säcke kann ich gebrauchen. Und ich habe noch mal eine Signalpatrone, die gebe ich dir auch mal. Welche brauchst du, Mäntel? Ich habe nämlich auch voll viel. Ich brauche die 7.62er fürs Gewehr, glaube ich, diese lange Spitze. Ja, habe ich dir gegeben. Danke dir. Simon, hast du eine Waffe? Varion, hast du eine? Nee, ich habe keine. Ich habe ein Messer. Okay, dann lass uns jetzt mal schnell eine suchen. Genau, es wäre geil, wenn wir alle bewaffnet sind. Ja, ich bin ein Fotograf, meine Waffe ist die Wahrheit. Genau. Oh, süß. So, ich würde sagen... Boah, ich kenne halt die Map nicht. Wir probieren es mal da oben jetzt. Ach, es gibt immer verschiedene Maps. Genau, also es gibt jetzt die Schneemap und es gibt noch eine, wo halt kein Schnee liegt, aber die ist auch anders tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, da oben könnte was sein. Was meint ihr, was gibt es eher? Loch Ness oder Bigfoot? Also in echt. Ich falle. Ihr habt gedodged, danke. War der das? Ja, der haut immer gegen Bäume. Scheinbar ist das ein territoriales Verhalten. Ich weiß nicht, für meine Vorstellung, Mathieu, eher Loch Ness. Das finde ich irgendwie romantischer, wenn es die geben würde. Ja, so Loch Ness, irgend so ein Urzeitvieh, was einmal noch ewig lang schon lebt, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und bei Bigfoot hat man ja schon öfter so gehört, dass das ja einfach nur Leute sind, die sich verkleiden und so Fußabdrücke hinterlassen. Wir haben, glaube ich, sogar rausgekriegt, wer das höchstwahrscheinlich ist, weil er genau so läuft und alles. Und ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie er heißt. Ernsthaft? Ja, also die haben das dann später so aufgeklärt und dann haben die das so, auch diese ganzen Fotos, die haben die dann so gestellt und diese Kostüme hat man dann später auch noch gefunden und sowas. Aber lässt sich halt auch viel Geld mitmachen, wenn du so irgendwie so eine Gegend hast, du baust da ein Hotel und dann, ups, da ist ja Loch Ness in der Nähe, dann hast du auf jeden Fall Kundschaft. Ja, allerdings.
So, das war nicht das, was ich finden wollte, aber wir gehen trotzdem. Echt vieles leer irgendwie. Wir gehen trotzdem. Hier ist ein Funkgerät. Mal weiter. Ja, Moment, hier liegt so ein Aufnahmegerät, ne? Will das keiner? Oh, da war. Das war was ist das? Was? Hört ihr das? Das habe ich auch gehört, dieses Grummeln, ne? Ja. Hört mal. Hier fährt irgendwas. Oh, ich höre es auch. Hier ist wie so ein Schneemobil oder so vorbeigefahren. Echt? Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Warum habe ich Angst vor dem Schneemobil? Es wird auch langsam dunkel. Sollen wir schnell gucken, ob wir einen Unterschlupf finden? Sonst sind wir gerippt. Ja. Oh, okay. Oder wollen wir die Nacht vielleicht im alten Haus verbringen, wo wir zuletzt waren? Das war doch ganz geil, oder? Das können wir auch machen. Ich gucke nur kurz, ob hier noch was ist, eventuell. Weil da oben ist auch noch so ein... Das ist Night 2. Das Atmen war jetzt einer von euch, ne? Was hat einer von uns? Das Atmen, so ein ganz tiefes Atmen. Boah. Wendel, mach mir keinen Stress jetzt! Ja, ich sag doch nur, weil ich höre. Ich habe ja keine Ahnung, ob es... Oh, ich trau niemandem von euch. Übel geraschelt da. Ja, und vor allem, es wird richtig schnell dunkel. Lass bitte mal zum Haus rennen. Ich mach mir ein bisschen hier ins Hemd. Wo ist denn Gnu? Ich wäre jetzt nach oben gedüst. Ja, egal, wo Gnu, wo bist denn du? Hier hat's ein Haus bei mir, ja, glaube ich. Wohin? Oder? Wo ist Gnu? Zum Wohnwagen? Ah! Er ist bei mir, ich guck's euch. Ich höre ihn! Ach du Scheiße. Ja, okay, rennt. Zum Wohnwagen. Verteilt euch! Verteilt euch! Nee, nicht verteilen! Nicht niemals! Bleibt zusammen! Wir gehen zum Haus oder zum Wohnwagen. Aber wo ist denn Gnu? Wo ist denn Gnu? Ich komm. So, hier bin ich. Da. Wo? Wo? Da. Hier ist eure Mama. Ach, da. Okay. Da. So, okay. Let's go, kommt. Oh ja, ich hör's. Okay, wir laufen Gnu hinterher. So, jetzt müssen wir nur runter ohne Fallschaden. Da wäre ich sehr glücklich. Wir dürfen nämlich nirgendwo runterjumpen, sonst tut's. Oh, es ist unangenehm. Ja, mal so im Dunkeln durch den Wald. Ich hab mir im Nacken so. Ja. So, ich würde sagen, wir nehmen das Haus, Wohnwagen, schlägt der alles ein, dann sind wir am Arsch. Kommt mit. Ja. Ich bin so froh, dass du dabei bist. Ja, ich auch. Kommt, meine kleinen Schäfchen. Es könnte sein, dass es jetzt ein bisschen weh tut. Ja, wir können ja am Rand. Ja, vielleicht. Gucken wir mal, weil da nicht so weit runter. Hier, kommt hier runter, dann tut's nicht weh. Ja. So. Boah, die kriegen voll schnell Fallschaden. Was könnte Bigfoot an diese Kante locken und ihn runterschubsen oder so? Nee, habe ich versucht. Ich glaube, das macht ihn nicht. Ich habe an so einer Kante gekämpft, war ihm egal. Ah, okay. Oh. Ich höre ihn! Alter. Ja! Der stammt, der ist hinter mir! Der ist hinter mir! Der ist hinter mir! Der hat eine Schaufel! Ja, der will mich stecken! Der hat eine Schaufel! Der hat einen Verkehrsschild! Der weiß, dass ich Mama bin, hau ab! Warte, ich muss es kurz einmal. Der ist ja ihn. Oh, ouch. Oh mein Gott. Oh Gott. Jetzt steht halt einfach nur dumm rum, ne? Oh shit. Okay, Moment. So. Wow. Oh. Okay. Bleib doch mal stehen. So. Okay, jetzt kommt schnell mit ins Haus. Wollen wir den nicht jagen? Nicht abends. Okay. Okay. Aber ist das nicht eher ein Jedi? Ja, ist es jetzt ein Yeti, ja. Okay, kommt alle hoch, kommt schnell hoch, geht schnell hoch. Ich mach schnell hier eine Falle hin. Wie viel Schüsse hält er aus? Oh, er kommt! Gott. Schnell hoch. Ich muss hier schnell eine Falle hinplacen. Oh Gott, Druck. Okay. Und nicht über die Falle laufen. Vorsicht, Simon, genau. Kommt alle hoch. Die Drohne schnell. Ich mache hier auch noch mal eine hin, weil er muss ja hochkommen. Er wird auch noch mal kommen. Die Sau. Sollen wir die Vorhänge zumachen? Ich bin auf dem Balkon. Der kommt ja nicht hochgejumpt, oder? Nee, der muss schon die ganzen Fallen entlang laufen, was gut ist, weil die machen echt viel Schaden. Geil. Eigentlich ist das echt eine gute Position hier. Ja. Ich such mal mit der Drohne. Genau. Mandy kann ja auch auf dem Tablet mitgucken. Ja, wir haben alle ein Tablet, ich hab das auch. Ich hab das Gewehr, deswegen würde ich hier warten, weil ich ihn sehe. Aber das ist schon so, dass der kommt. Wo? So, hier, läuft er in die Falle? Ist er schon oben? Nee. Oh, der haut von der Seite an der Tür. Er ist oben. Scheiße, er ist drin. Oh, Springt aus dem Balkon raus. Habt ihr die Fallen weggemacht? Oh nein, ihr habt die Fallen ausgelöst. Ich hab die Falle. Ich hab die Falle auch weggenommen. Nein, nicht auf die Falle. Okay, vielleicht läuft er rein. Falle? Yes, er läuft rein. Sehr gut, genau. Nein, ich hab sie noch rausgegeben. Ach, der war noch einer. Okay. So, dann werft die andere Falle auch noch hin. Ja. Mann, er will mich. So, er geht jetzt. Der haut mich windel weich. So, er haut jetzt gleich ab.
So, jetzt. Ich hab ein Foto gemacht. So, er haut jetzt ab. Wir sind reich, Leute. Also er haut auf jeden Fall, aber ab noch nicht. Ja, ich bin weg. Ich bin rot. Okay. Wo sind meine Signalfackeln? Habt ihr noch? Ah, ich hab noch eine. Moment. Das Messer macht ja gar kein Damage, ey. Oh, leck mir am Arsch. So, warte, die Signalfackel noch. Was soll ich mir hinterher rennen einfach? Bleib stehen! Ist er jetzt weg? Ja. Gut, dann ist Signalfackel, die ihn jetzt was macht. Moment mal, eine ganz kurze Frage. Ist oben dieser rote Balken, den wir im Bildschirm haben, ist es ein HP? Ja. Ja. Das sind seine HP. Wie viel hält der denn aus? Ja, das ist echt krass. Ihr heilt euch jetzt alle mal. Simon, wie sieht's mit deiner Heilung aus? Wo sehe ich meine Energie? 62. Okay, das geht noch. Wie sieht's bei eurer Heilung aus? Ich heil mich. Ich hab 52, ich heil mal, oder? 47. Ich hab dich geheilt, das passt. Ach, danke dir, Knu. Genau, also deswegen das Beste, was man machen kann, ist, man fängt an, man lootet so schnell es geht, die ganze Map macht überall Fallen hin, verbarrikadiert sich, weil Simon und Varian haben jetzt keine Waffen, das heißt, wir müssen uns halt eigentlich echt beeilen. Jetzt kommt er eh erstmal nicht. Okay, gut. Ich würde sagen, wir rennen jetzt durch die Map. Ja. Er will sich jetzt beschweren, nicht rangehen. Ja. Und dann gucken wir, dass wir so schnell es geht alles looten, was geht. Aber die. Der kommt wieder! Der kommt wieder! Nein! Die Drecksau! Warte, ich hol die Signalfackel, dann geht der, warte. Komm mal her, du. Ja, sein Balken ist halt auch die ganze Zeit noch da. So, hau ab, du Schwein! Das gibt's doch nicht! Der hat gut was abbekommen gerade. Gut Energie verloren. Je. Ich habe übrigens die Drohne leider irgendwo verloren, voller Panik. Ach, ah, nee, warte, ich sehe sie auf der Karte. Warte mal, ich hol die noch schnell. Ey, die ist noch in der Luft, Simon. Ach, die ist in der Luft. Deswegen. Ja, ich kann die angucken. Ah. Also hätte der mich da runtergeklatscht. Der kommt jetzt wieder, oder was? Der schreit auf jeden Fall. Jetzt wird's gleich hell. Aber ist es denn so genug, dass der despawnt, oder ist der dauerhaft wirklich physisch auf der Map immer? Also auch wenn wir nicht. Der rennt schon immer random durch. Also später kann man den auch durch die Kameras wirklich beobachten. Der rennt halt immer irgendwo rum. Deswegen ist es eigentlich gar nicht schlecht, wenn man weiß, wo er ist. Aber ab der 5., 6. Nacht kommt er eh die ganze Zeit. Okay. Könnten wir dem eine Kamera anheften irgendwie, dass der... Also es gab im ersten Teil so Signal- oder so Haftungspatronen. Vielleicht weiß es jemand von den Zuschauern. Ich wüsste es nicht. Lass uns mal schnell bewegen. Wie kann man diese Seilwinde hier benutzen? Kann man die nutzen? Gar nicht. Ich glaube leider nicht, nee. Ach, schade. Die wäre geil gewesen. Hier auf jeden Fall das Schild, was er rausgerissen hat. Ja, der hat so ein Straßenschild genommen. Ah, das ist die Drohne. Simon, der hat die Drohne richtig angetan, gell? Ey, die ist super, das macht voll Bock. Ja, die ist geil. Mit der Drohne rumzufliegen. Ich versuche natürlich, ihn zu finden, aber ich habe nichts gehabt. Okay, ich bin bereit. Gut, kommt den Berg runter, wo mein pinker Pfeil ist. Ja. Ja. Okay. Okay. Ich gehe zum Wohnwagen. Und dann gehen wir da weiter, da warte ich dann auf euch. Ist das die komplette Map, die wir dort sehen, oder? Ja. Ja. Okay. Okay, wie sieht's mit Bärenfallen aus? Ich habe noch 3. Ich hab gar keine. Okay, ich würde die immer placen, sobald er kommt, und dann tun wir immer um die Falle rumgehen, bis er reinläuft, dann ist er gestunt und dann drauf. Ja, ja. Okay. Wo sind denn meine Schäfchen? Ja, da kommen sie ja. Da kommen wir. Hallo. Da kommen die Schäfis. So. Okay, wir gucken jetzt mal. Überall, wo ihr auf der Map so Sackgassen seht, so Wege, die ins Leere führen, sind eigentlich überall kleine Lager. Und es müsste noch irgendwo ein XXL-Lager sein. Wer hat das Gewehr von euch? Ich hab das. Messer? Ja. Arion? Nee, ich hab nur ein Messer. Ich hab das Gewehr. Ja, warte, dann laufe ich. Ich hab Munition für dich. Geil. So. Nice, danke dir. Ah, nee, warte mal, das ist 9mm, die braucht Gnu. Ich geb's ihr weiter. Ja. Ja. Ich höre hier einen Wolf oder so? Nee, hier ist ein Hirsch. Okay. An der Hirsch, sehr gut, den Wolf imitieren. War das ein Elch? Das war ein Elch, glaube ich. Wildschwein, oder? Ja, Wildschwein habe ich auch gehört, irgendwie. Ja, hier in der Richtung, davon ist es. Oh nein. Also tagsüber
ist es besser, wenn er angreift, weil meines Wissens verliert er da auch mehr Energie, ist schwächer. Wildschwein ist down, falls ihr eins dingsen wollt. Wildschwein ist down. Hier ist noch ein Dings, ne? Moose. Er haut ab. Hier ist ein Bär! Ja, den solltet ihr schnell. Fuck! Oh oh. Nein, ich meine, kann nicht rennen. Oh shit, oh, oh shit. Scheiße, ey. Uiuiui. Okay, sehr gut. Oh, No-Scope ist ja viel besser bei dem Gewehr. Okay, geil. Uiuiui. Okay, jetzt brauche ich doch ein bisschen Heilung demnächst. Wenn ihr in irgendwelche Lager kommt, guckt immer, ob ihr die Leichen findet. Ich habe hier ein Gewehr, ihr könnt zu mir kommen. Oh, nice. Dann haben Simon, nimm du sonst. Was denn? Das Gewehr? Ja, nimm du das. Ja, nimm ruhig, ich kann warten. Und eine Axt und ganz viel Waffen. Die Axt nehme ich. Haben die Schüsse? Aber die tagsüber kommt der auch, oder? Ja, aber meidet eigentlich eher. Aber wenn man tagsüber trifft, ist gut, weil dann macht man mehr Schaden. Ja, aber ich habe nur ein Messer, aber ich kann trotzdem noch weiter. Ich bin auch genau drauf. Ich check nicht genau. Hab ich Schiss. Es knistert und raschelt überall einfach. Also haben die Kugeln, fliegen die eine Zeit lang oder sind die so instant, fliegen die? Also muss ich vorzielen? Das raff ich irgendwie noch nicht ganz. Das ist eine sehr gute Frage. Ich komme jetzt mal zu dem gelben Pfeil. Dann treffen wir uns beim gelben Pfeil. Ich komme auch mal zum gelben Pfeil. Meint ihr zu mir mit gelber Pfeile? Ich glaube ja. Ich weiß gerade nicht, wer gelb und wer blau und wer grün ist. Flo ist gelb, ja. Ich bin bei so Eisstadt und hier ist ein Eisbär, ein Eiselch und ein Eishirsch. Was ist das? Okay, ich habe ein Totem aufgesammelt, das ist mir neu. Totem, vielleicht kann man den dann so anlocken damit oder so. Ja, das ist mir tatsächlich neu gewesen. Ist die Waffe in der Hütte oder bei dir genug? Ich bringe sie dir. Ah, ne, weil ich bin in der Hütte gerade. Aber oh, da ist wahrscheinlich nein. Mehr, oder? Nee, ich habe sie mitgenommen. Hast du alles weggelootet? Das ist insane. Ich hab's richtig weggelootet. Das hat so richtig Spaß gemacht. Aber ich bringe sie dir gleich. Und wieder ein Lager. Hä? Wo? Okay, wir sollten uns langsam wieder zusammenhorten. Es wird nämlich gleich dunkel. Ach du Scheiße, ehrlich? Ja. Ich spüre es. Es muss eigentlich nur noch Simon zu uns. Ihr seid ja da oben. Aber nicht zu mir runterkommen, Varion. Das wird sehr viel Schaden machen. Nee, ich mach's nicht. Aber hier ist keine. Hier bin ich allein. Da unten ist ein Elch. Ich bin hier alleine. Nee, da ist Matteo. Bin bei dir, Flo, ja. Ja. Wo ist ein Elch? Jemand sagt im Chat, mit 5 Totems ganz unten an einem Ritualplatz einen toten Mitspieler wiederbeleben. Oh, ah, geil. Also und einen habe ich schon mal. Ja. Das schreibt True German Nerd. Und der muss es wissen. Ja. Ich habe einen Elch hier erlegt, den könnten wir, oder so einen Moose erlegt. Wollen wir den mal. Der ist direkt hier unten, Flo, guck mal. Flo? Was denn? Hier ist ich habe einen Moose erlegt, also so einen Elch. Aber der ist da unten, oder? Ja, der liegt unten. Meinst du, können wir uns runterseilen oder so? Ich glaube nicht. Okay, es wird dunkel. Wir sollten uns jetzt mal alle zusammenfinden. Also wir sind hier oben verabredet an der Plattform. Beziehungsweise okay. Matthäus nicht mehr hier. Nee, weil ich versuche zu dem Moose zu kommen. Ich bin gleich da. Guck mal, ich bin hier. Simon, guck mal hoch. Ich bin hier oben. Oh. Aber ich weiß nicht. Ich komme mal lieber zu euch, oder? Wenn das irgendwie geht, weil ich würde jetzt eh in die Hütte gehen, in der wir gerade waren, Simon. Ach du Scheiße. Okay. Das ist okay. Nee, du lauf einfach weiter, Varion. Du kommst. Was ist der Mäntel? Das Moose hat nur 2 Fleisch gegeben. Warum denn das? Das Moosey. Komm mit, Mäntel. Ja, ich komm mit. Genau, wenn wir hier hochgehen, kommen wir zu den anderen. Achso, ja, ich bin hier. Können wir das machen? Dann gehen wir hoch. Ist oben eine Hütte? Simon hier? Diese Kante hier. Das weiß ich nicht. Hier sind nur Statuen gewesen. Und dann würde ich aber eher zum Haus gehen, tatsächlich. Ja, dann gehen wir zum Haus. Genau, dann kommt zu uns. Was? Ja, genau, Simon, zurück zum Haus, dann gebe ich dir dein Gewehr. Ja. Warte mal, lass uns mal. Ich komme mal zu euch erstmal, dann laufen wir gemeinsam. Ja. Oh, hier ist so ein Hochstand. Ja, kannst du gerne mal kurz schnell durchlooten, wenn du magst. Knight -3 oder Knight 3? Knight 3.
Wenn du gelootet hast, dann weiter zum Haus. Ich hab, da war Shotgun-Munition drin. Von euch hat keiner noch eine Shotgun, ne? Nee, die müssten wir noch finden. Aber ein Gewehr habe ich schon mal für einen von euch. Oh, ein Speer? Ein Gewehr. Ein Gewehr. Ach, ein Gewehr, okay. Ein Speer? Ein Speer. Da freust du dich mehr über ein Speer als über ein Gewehr? Ja, weil ja. Ich dachte, du hast jetzt zu dem Gewehr noch ein Speer, dann hätte ich den Speer genommen. Ich habe aber noch eine Hacke und eine Axt. Oh, oh, Leute. Okay, eine Axt würde ich nehmen, wenn du die nicht benötigst. Ja, die gebe ich dir. Was fährt denn hier? Das ist ein Flugzeug gewesen. Ach so, okay. So. Hier ist schon alles beim Haus. Oh nee, scheiße, ich renne im Kreis wie so ein... Nee, nee, das Matteo. Ist... Matteo, du musst ganz schnell zu uns. Ach du Scheiße. Ich komm. In der Hoffnung, dass er jetzt zuerst zu uns kommt. Ja, ich glaub's nicht. Er kriegt mich nicht. Ist ganz wichtig, ich place jetzt direkt vorm Eingang eine Falle. Mhm, nicht okay? Reinlaufen, okay? Nein. Genau. Matteo, du kommst dann einfach übers Fenster reingeschaut. Ich höre ihn. Hör ihn! Oh ja. Was ist hinter mir? Simon, ich gebe dir schnell das Gewehr, bleib mal stehen. Aber wo ist denn das Haus? Nein, ich hab kein Speed mehr. Oh fuck, warte, kann ich meine Waffe kurz nehmen? So, Moment. Schau mich nicht so erwartungsvoll an. So. Ja, gib schon. Ah, welche Waffe war's? Du hast eine Waffe, ne? Und du rennst einfach weg von mir. Ich müsste doch bei euch, bei dem Haus, wo ist das Haus, Flo? Genau, ja, hier. Jetzt. Genau, ja, geradeaus. Und nicht durch die Tür kommen, komm durchs Fenster. Okay, komm. Komm, Flo. Ja. Ja, warte. Hey, nein. Ja, ich hab kein Speed, ey. Das ja, Fenster. Komm schon, du schaffst das. Ja, wir schaffen das. Welches Fenster? Falscher. Ja. Genau, falscher. Da. Hier? Nicht durch die Tür, nicht die Tür. Genau, komm rein. Ja. Ja. Oh, ach so. So, und nicht mehr durch die Tür gehen, ganz wichtig. Wenn er durch die Tür kommt, gehen wir durchs Fenster raus. Und das machen wir die ganze Zeit. Fenster rein, Fenster raus, Fenster rein, Fenster raus. Okay, wollen wir noch mehr Fallen aufstellen? Ja, ich mach noch ein paar. Ich hab auch noch eine. Warte mal, ich stell auch mal eine hier. Oh, ich glaube, er kommt. Ah, ich will rein! Oh Gott! Oh Gott! Ist er schon da, oder was? Ja, der hat voll durch die Scheibe gehauen. Ich hab ihn direkt geklappt. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Warum liegt die Falle da? Wieso ist die Falle nicht aufgestellt? Okay, Moment. Ich habe immer noch ein Messer. Bleibt hier im Raum. Vorsicht, stellt überall Fallen auf. Ja, der kommt jetzt rein. Der läuft jetzt gleich in eine. Okay, raus. Der kommt raus. Oh Gott. Oh. Okay, rein. So. Okay, ich bin ich tot. Der hat mich tot. Der hat mich tot. Bitte, bitte. Der hat mich tot. Ich baller. Oh nein. Wer schießt das rote Ding? Gut, er ist in die Falle rein, sehr gut. Hat jemand eine Signalfackel oder sowas? Nee, ich nicht. Okay, ich bin jetzt auch wieder. Ist er drin? Die Fallen sind alle tot. Scheiße. Uiuiui. Oh mein Gott. Ich piss mir in die Hose, ey. Der kommt rein! Nein, ich war noch immer! Simon! Er kommt raus! Ich bin tot! Nee, ich bin nicht tot. Ich hab 16 HP. Ich bin tot! Ich hab 10 HP! Ich hab 10 HP! Ich hab 10 HP! Nein! Ich hab. Ja, tot. 9 HP? Der wurde getötet. Der hab ich zerstört. Holy shit! Okay. Ich hab auch keine Muni mehr, ne? Ah, ich hab noch eine Signalfackel. Warte, kann ich dich wiederholen? Schieß ihn mal weg! Schießt den Signalfackel, damit er abhaut. Ja, die Drohne er ist hier. Weg, er ist gerade weg. Hat einer von euch ein Medkit, dann könnt ihr noch schnell Ding holen. Keiner hat ein Medkit? Nee, ich brauch keins mehr. Wir waren ein bisschen langsam mit Looten. Hat Simon vielleicht was? Nee, Simon. Ja, mein Gott, wir sind in der Wand. Ich hatte. Du Scheiße. Nichts, ich hatte doch noch die Waffe, hatte ich noch. Du kannst Simons Waffe nehmen. Ja. Vielleicht findet ihr ja die Totems. Und dann könnt ihr mich wiederbeleben. Ich glaube, es wäre sogar besser, wenn wir neu starten, oder? Weil ja, glaube ich auch. Lass uns neu starten. Weil ja, das wird ja. Ausgang. Das war schon gut. Aber wie viel der aushält, ist ja absolut insane. Ja, voll. Das ist krass, ja. Okay. So, ist ein bisschen andere genannte Lobby, aber der Name ist jetzt noch süßer. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz. Deswegen Damage runter und wir machen ganz viel Loot. Oh. So. Hast du ihn reingehört? Ist derselbe? Nein, ist ein neuer, ne? Nee, hast der heilt sich tagsüber ein bisschen. Okay, wird bei mir geschrieben. Wo hast du das geschrieben?
Es ist alles komplett gleich. Das Passwort ist gleich, nur der Name ist anders. Aber es, du wirst ihn erkennen, wenn du die siehst. Okay, ja, alles klar, alles klar. Ja. Alles klar. Okay. Ah, ich sehe ihn ja. Das ist schön. Will jemand anders mal Rick nehmen, weil der hat diesen Waffenschaden und den Nahkampfschaden. Der ist vielleicht gut für jemanden, der weiß, was er macht. Dann würde ich den nehmen und dann nehme ich wieder das Gewehr. Nehme ich den. Ja, ist eigentlich egal, ne? Nehme ich die Heilerin. Oder und willst, wenn du, ihr, willst du das weitermachen? Egal, wie du magst. Wenn ihr irgendwo Passwörter seht, dann merkt ihr euch, weil da kriegen wir halt dann eine Maschinenpistole raus oder sowas. Ja, aus dem Safe meinst du? Ja, genau. Oh. Die sind meistens auch in denselben Raum. Die muss man nur suchen dann. Gut, dann nehme ich einen Thomas. Ist es der, der am besten schießt? Ah, Explosion. Genau, ist, übrigens. Ich, genau, wenn wir nämlich weiter suchen, dann gibt es nämlich zum Beispiel auch so Fässer, auf die wir schießen können und so. Also wir müssen eigentlich jetzt direkt ganz schnell looten und direkt die Karte komplett leer räumen. Okay. Okay, nichts leichter als das. Und danach können wir uns dann alles an Waffen geben, aber Tag 1 greift ja normalerweise eh nicht an. Das heißt, lootet, was das Zeug hält und dann teilen wir auf. Ich nehme nicht mehr die Signalfackel. Ich habe fast nichts getroffen. Ja, aber die hat an sich gut funktioniert. Du hast einmal ihm den auf den Pelz, das hat ihm direkt so 20% abgezogen oder 10 zumindest. Genau, deswegen Signalfackel sind immer gut und die Signalpistole muss einer von euch nehmen, jemand, der gut zielen kann, weil ich bin die Fallen waren auch gut, finde ich. Ja, also, die Fallen waren auch gut, auf jeden Fall. Genau. Hier ist 9mm Munition in dem, in dieser Kühlkiste. Ja, hier ist noch die Pistole. Ich nehme alles, ja. Genau. Ja, sammelt einfach mal alles ein, random ganz viel. Zack, 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 alles rein da. Ja, komm. Nee. So. Hier ist die Signalpistole auf dem Tisch. Die kann einer von euch nehmen. Genau. Kamera. So. Nehmen wir einfach alle Kameras. Hauptsache, wir looten hier mal schnell alles weg. Ein Tablet. Ja. Und die Tablets noch jeder eins nehmen? Ja. Okay. Ich glaube, dann haben wir hier alles, Box, alles auf. Genau, die Eisboxen, alles könnt ihr durchschauen. Also überall ist da was drin. Eisboxen? Diese blauen. Da habe ich aber schon. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr ready seid, dann direkt los. Ja, okay. Dann lass uns los. Dann düsen wir mal nach unten, da waren wir noch nicht. Wir kennen ja schon die anderen Häuser. Und, oder, ja, das Gewehr, vielleicht sollten wir das Gewehr direkt holen, oder? Ich habe ein Gewehr. Aber die anderen beiden haben, glaube ich, ach so, genau, du meinst, ja, genau, dann lass uns direkt noch eine weitere Waffe holen. Genau. Machen wir mehr Schaden. Okay. Hätten wir nicht ein Schneemobil mitbringen können, Mann? Oh, hier ist ein Elch. Ich glaube, wir haben noch genug Fleisch. Oh, hab ihn erschossen. Ist nicht schlimm. Yo, Wolf! Ich bin am. Ich bin in der Animation drin. Wo? Alter! Okay. So eine Sau. Die Sau, wirklich. Was sind das hier für Geräusche, Mann? Ihr habt nicht so viel Schaden, oder? 76 geht noch. Okay, das geht. Wildschwein? Das klingt eher wie so ein Frischling. Ja, töte es nicht. Okay. Fomp tot. Nett. Wisst ihr noch, wo genau das Haus war? Hier doch irgendwo, oder? Ja, wir laufen, glaube ich, schon drauf zu. Oh Gott, hast. War das also, hier unten oder hier oben? Hier glaub, unten, ne? Näher hier hoch. Nee, da, wo du langläufst, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Ich glaube, hier jetzt dann rein. Bin mir aber nicht sicher. Naja, doch hier und dann der Weg links und dann war es da an der Ecke über dem Wasser, oder? Ja. Oh, ich habe Angst. Ja, ist richtig. Warum folge ich dir, Matteo, ey? Das frage ich mich so auch. Du rennst so voll komisch im Kreis. Wir können aber schon mal unten links, also unten die Wege abgehen, dann müssen wir das nicht noch machen, wisst ihr? Weil wir gehen jetzt ja zur Hütte. Wenn ihr jetzt nach rechts runter geht, da sind doch auch noch so 3 oder 2 Wege, die abgehen. Da könntet ihr lang düsen. Einfach. Oh, hier ist ein Fuchs. Sagst also aufteilen, ja?
Also ja. Jetzt noch, weil der kommt am ersten Tag eigentlich nicht. Okay. Komm her. Ah, guck mal, hier sind Kratzspuren, da kann man ein Foto machen, theoretisch. ich hab die Kamera. Wo sind die Kratzspuren? Fuchsfleisch. Hier am Baum. Matteo, wollen wir hier rechts weiter? Ich folge dir einfach, Flo. Du bist Leader, du bist Dings Leader. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ich habe nur ein Messer, ne? Ja, aber ich schieße alles weg, was du findest. Gnu, was ist denn hier mit dem Safe? Du meintest ja, da ist in der Nähe dann immer das Passwort. Genau, also eigentlich war immer im selben Raum eins. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie das jetzt durch das Update schwieriger gemacht haben. Hast du denn die Waffe eingesammelt? Ja, perfekt. Die Waffe? Ist der Bam auf deinen Kopf? Du hast einfach gebaitet. Nee. Ich hab Waffen, ja. Hast du das Gewehr von hier eingesammelt? Hier lag ein Gewehr. Hier war eine. Ich hab nur das Messer. Hier ist das Gewehr. Und Spitzhacke. Sorry, Flo. Eis. Ja, alles gut, kannst du ja auch nicht zu. Ach, hier sind wir wieder. Ah, genau, hier waren wir schon. Ich würde gerne mal hier weitergehen und gucken, was ist. Ja, lass machen, lass gucken. Ah, ja, will das denn keiner? Ich meine, ihr wollt das doch haben. Ich brauche nicht. Ja, wir müssen es einfach nur mal einsammeln. Okay. Wir nehmen es einfach mit. Wo sind die Kratzspuren? Da mache ich schnell ein Foto. Ich glaube, du hast schon eins gemacht, tatsächlich. Ach, von außen habe ich das gemacht. Hier, guck da. Von innen meine ich. Das ist ja lustig, okay. Dann Baum. Durch die Wand habe ich. Das ist ein Elch. Dann. Geil, geiler Typ. Lass uns mal hier lang düsen. Wir gehen jetzt zu den anderen. Okay. Er schneidet immer in den Hirsch rein und wischt das direkt irgendwie ab am Arm. Das sieht so weird aus. Okay, hier ich will ist das jetzt Straße. Schaffen. Können wir da einfach... Guck mal, wir können da... Wir können da hoch. Hier ist voll viel Wege. Guck mal, hier können wir auch weiter, ne? Jo, ich verzweifelt dreht auf der Karte. Ja, wir gucken gerade, wo wir lang gelaufen könnten. Wollen wir hier sonst mal lang? Lass mal hoch. Guck mal, das ist ein Gebäude, glaube ich. Das ihr nicht. Seid ja schon in diese kleinen Wegchen reingegangen, oder? Nicht so richtig. Also. Okay, dann lass uns das mal schnell machen, Simon. Ach, das ist so eine. So eine Bahn, ne? Ja, genau. Hier ist ein LKW. Hier ist eine Falle, der hab ich mitgenommen. Medikit, Toilette. Was ist das hier? Bigfoot-Abdruck. Fußabdruck. Echt? Ja, hier, guck mal, hier. Sehr gut, krass, Foto machen, wenn es geht. Ich habe keinen Fotoapparat dabei. Kamera? Ich auch nicht. Ich hab sie. Ja. Soll ich zu euch kommen? Lohnt sich das? Nee, oder? Das lohnt sich nicht. Da ist auch noch ein Beweis. Ah! Ja, Gauge. Geil. Da läuft man ja einfach so drüber. Gauge? Der reicht aber schon. Oh doch, ich habe ihn. Evidence found. Ist das ein Hinweis oder was ist das? Ein Evidenz? Genau, das sind alles Beweise, genau. Dass es ihn quasi gibt. So Beweise, ja. Ich folge einfach nur gerade dem Weg, Matteo, ne? Also ich renne hinterher, ich bin bei dir. Ja, aber hier, guck mal, was ist hier irgendwas? Nee. Hier ist eine Sackgasse, oder was? Hä? Stimmt, das ist eine Sackgasse. Okay. Dann lass uns mal noch da vorne gehen und dann gehen wir zu den anderen, weil dann ab Abend 2 geht er ja dann ab. Ja, stimmt. So. Über Tipps im Chat freuen wir uns übrigens auch, ne? Ich bin auch nicht alt. Wir sind. Ja, ich laber vielleicht auch viel Scheiße. Gut aus. Ja, bisher war es ja ganz gut. Hier ist Wasser. Ich habe einen Toten gefunden. Oh ja, ist das ist doch gut. Ein totes Kind? Nee. Was? Alexa Thornton. Oh, ist das vielleicht eine Vermisste? Ja. Ja. Ich habe ihr Handy gefunden. Ich durchsuche das gerade. Ihr seid hier in WhatsApp-Verlauf mit Ethan Drake. Ich lese mal vor. Ethan, ich weiß nicht, wo du hingegangen bist. Daniel sollte bald kommen. Ach, wirklich? Sag ihm, dass es, wenn er nicht in 15 Minuten da ist, wird Bigfoot sein Bein fressen. LOL. Da steht LOL. Da steht LOL? Da steht LOL, ja. Okay. Yeah, weil Bigfoot ja sicherlich echt ist. Ethan, Danny hat nicht auf meine Nachricht reagiert. Ist alles okay? Brauchst du Hilfe? Okay, sorry. Ethan ist tot. Also das war's. Letzte Nachricht. Wie krieg ich das weg? LOL. Ja, also auf jeden Fall ist komplett zerfetzt. Was ist das? Was sind das für Schläge? Ich höre so Schläge auf so einen Ast. War das nicht Bigfoot? Ja, das ist Bigfoot. Vorsicht, der hat irgendwo Fallen aufgestellt. Fallen? Diese Bäume, die umfallen, ne? Ja. Flo, ich würde gucken, dass du dann demnächst zu einem von uns kommst. Ja.
Ich dachte, ich finde noch ein Gebäude oder so, aber die Gebäude sind alle eingezeichnet auf der Karte oder gibt es auch so versteckte noch? Also man muss quasi die komplette Karte absuchen. Es gibt auch manchmal so ganz kleine versteckte. Es gibt auch eine Bigfoot-Höhle. Oh, was? Okay. Die will ich finden. Ja. Das ist geil. Die können wir bestimmt noch finden. Kackhaus? Nichts. Also können hoch zur Ski-Lodge. Da ist jetzt Da laufe ich gerade hin. Genau. Genau, dann mach du das schnell und wir düsen noch hier unten lang. Ja. Und dann können wir uns auch bald mal zusammenrotten, weil jetzt wird es, glaube ich, gleich wieder dunkel. Ich merke schon, alle so ganz still, ganz am Looten. Wir haben hier ein Haus, das ist sehr gut. Ich habe einen Schneemann gefunden. Und? Wow! Simon! Was hier sind wir safe. Paradise, Mann! Ey, wir müssen unbedingt hier hin, wo wir gerade sind, damit wir kommen. Das ist ja, das müssen wir jedes Mal ab jetzt suchen. Simon, komm mal hoch. Ich habe eben direkt auch Munition gefunden. Ich kann euch gleich alle versorgen. Oh, das ist gut. Ja. Aber wir haben keine Waffen. Oh, shit. Auf jeden Fall weiß Bigfoot. Das ist so gut, wenn die hierher kommen. Der kennt den Laden auch. Oh, ob das so schlau ist, wenn die auch herkommen. Wieso? Weil hier eine riesen Blutlache ist. Ja, bestimmt. Ja, klar. Das ist auch schlau. Also hier oben ist nicht so viel. Oh, ich bin in der Falle! Was? Oh no! Scheiße! Ich weiß nicht, was ich drücken musste. Da stand X. Ja, das musst du dann ganz schnell drücken, sonst macht sie extrem viel Schaden, gell? Und jetzt bist du aber tot oder nicht tot? Nee, ich habe 60. 20 Falle, 20 Baum. Okay. Ich kann dich heilen, ich habe ein Medipack. Sobald du... Oh, hier war ich. Guck mal her, genau. Komm in unsere schöne Stadt. Das ist ja voll cool. So, lootet, was das Zeug hält und lasst uns schnell alles austauschen, weil Biggie wird bald kommen. Biggie ist ein cooler Name. Biggie. Hier war ich und komm mal rein, genau. Ja, so, ja. Wie kann ich dich denn heilen? Ich glaube mit E, ne? Genau, ja. E und dann Medipack, glaube ich, auf die Leute auswählen oder sowas. Links oder rechts? Habe ich es gemacht? Drücken. Bist du heil? Du hast dich vielleicht selber geheilt, danke dir. Oder? Nee, okay, gut. Super. Ah, ich habe noch ein Medipack auch nochmal gefunden. Yes. Also das sieht echt nicht gut aus. Offensichtlich hat es denen nicht geholfen. Braucht jemand noch ein Erste-Hilfe-Set? Weil hier habe ich noch eins. Ich würde die noch behalten. Ich würde die wirklich erst, wenn Leute am Boden sind. Dann zum Wiederbeleben sozusagen. Dann zum Wiederbeleben, ja. Mhm. Also Metz, soweit es geht, aufbewahren. Das wäre super cool. Okay. Ich habe auch mindestens auch eine Nahkerwaffe. Eine Spitzhacke. Sehr gut. Ich meine damit, die kann ich euch geben. Ach so. Sehr gut. So. Ups. Ich habe ja ein Messer und ein Gewehr. Ich glaube, sollten wir an andere Leute verteilen. Ja, okay. Hier liegt noch oben eine Pistole, die kann ich leider nicht mitnehmen. Ach, das ist auch bei mir oben. Die kann man mitnehmen generell? Ja, aber ich kann sie nicht tragen, weil ich schon eine habe. Hat Simon, hast du eine Waffe? Ich habe ein R700 Scharfschützen, ja. Gewehr. Okay, wo ist denn die Waffe genug? Die liegt oben neben Bett, rechts oder links an der... Ja. Ja, genau. Hab sie. Kann sie dir gerne geben. Hier liegt auch ein Zettel. Ja. Alex, dass du mir leider gegangen bin, ohne dir etwas zu sagen. Ich bin Bigfoots Spuren gefolgt. Daniel Robbins, der ist dann wohl auch nicht mehr gekommen. Mhm. Und guckt auch an den Wänden. Manchmal hängt zum Beispiel die Shotgun an der Wand. Ich habe eine Nachtsichtkamera gefunden. Ich habe Nachtsichtkamera-Batterien. Oh, ach, geil. Cool. Komm, ich gebe dir die Nachtsichtkamera. Warte, dann kannst du da schön nachtsichten. Ey, kleiner Tipp. Nee, ihr müsst wirklich, wenn ihr im Schrank seid, müsst ihr jede Tür extra looten, weil im Schrank war zum Beispiel noch... Achso, okay, wusste der. Gut. Gibt dir noch mehr? Sag mal, kannst du mal gucken, diese Pistole, welche Munition hat die? Gute Frage. Ich habe auf jeden Fall 10 Schuss. Ich habe noch 9 Millimeter, glaube ich. Nee, warte mal. 7,62er? Ja, weiß ich nicht. Wenn, dann hätte ich noch... Ja. Brauchst du? Ja, ich hab 10 Schuss. Also wenn du ihn auch... Ich hab genug. Okay, danke dir. Okay. Habt ihr auch die Wände angeschaut? Weil oft hängt zum Beispiel die Shotgun irgendwo an der Wand und ich glaube, dass die hier irgendwo ist. Das wäre cool. Ich habe auf jeden Fall Schrotflinten-Munition. Ja,
Also ich glaube, die muss hier im Lager eigentlich sein. Würde mich wundern, wenn nicht. Also auch an die Zuschauer, wenn ihr was seht, dann schreit. Wir könnten uns aber auch gerne mal zusammenhorten. Ich bin jetzt bei euch, bin zu euch gelaufen. Radio würde ich ausmachen, weil das hört der. Radio? Ja, okay. Ja. Und dann haben wir alle Häuser durchgelootet, oder? Hier sind ganz viele, hier ist ein komplettes Tagebuch auf dem Tisch. Ich werde das jetzt mal nicht vorlesen, weil es echt viel ist. Aber es existiert. Okay. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, welches Haus sollen wir nehmen? Ja, gute Frage. Vielleicht eins mit einem Balkon, ne? Oder haben die alle einen Balkon? Auf jeden Fall, wo man runterspringen kann oder irgendwo aus dem Fenster schon raus kann, ja. Ohne sich zu verletzen, ja. Ja. Mhm. Also das hier sieht ganz, das hier, wo ich gerade drin bin, sieht ganz gut aus. Dann lass uns doch hier reingehen. Weil da können wir auf die Eingangstür schießen. Und, ja, und es hat auch genug Fenster zum rausgehen. Das finde ich gut. Ja. Dann lasst mal gucken. Also, wer ist denn gut von euch im Schießen? Weil ich würde gerne... Seid ihr alle im Haus? Ja. Noch nicht. Okay. Moment. Dann mache ich nämlich mal hier die Falle vor die Tür, weil der wird jetzt auf jeden Fall kommen. Mhm. Ich habe nochmal einen Elch erlegt hier. So. Dann mache ich das jetzt hier direkt vor die Tür. Da wird er definitiv auftreten müssen, wenn er hier rein will. Dann mache ich die Tür zu. Dann gehen wir noch ein Stockwerk hoch und da lege ich noch mal eine Falle hin. Sehr gut. Also gehen wir alle hoch. Der muss ja die Treppe hochkommen, oder? Soll ich die auf die Treppe legen? Nee, warte, mache ich nicht. Ich mache das ganz kurz. Okay. Machen wir die hier hin. Machen Fleischi drauf. So. Und ich bin so ein Idiot, sorry. Wollt ihr alle... Hoch? Also nicht mehr aus der Tür, genau. Warte, ich mach dir kurz weg, Mäntel, dann kannst du auch eine. Nee, ich kann ja so drüber jumpen. Vielleicht auch. Oh, ich habe eine Brechstange, nice. Ja, genau, ich hab die Falle. Okay, Moment. Ich mache jetzt hier die Falle hin, ja? Also wir brauchen, ich glaube, das reicht erstmal. Wollen wir nicht die ganze Treppe spicken und dann stehen wir oben und schießen ihm einfach ab? Wenn der durch, also der läuft durch die große, dann läuft er vielleicht noch, wir sollten die vielleicht sogar noch weiter hoch tun, weil sonst läuft er nicht durch. Oder? Ja, mach die hier hin, genau, und weil der braucht immer ein bisschen. Okay, dann mach eine hier hin. Ja, und es reicht dann auch, weil er... Dann muss Flo jetzt schon kommen, weil sonst kommt er nicht mehr hoch. Ich bin schon da oben. Nee, Flo. Okay. So? Also soll ich meine behalten? Vorsicht, Eingangstür ist eine, gell? Ich mach das ganz kurz weg. Komm durch Fenster. Sorry. Ja, ich komm durchs Fenster, alles gut. Okay. Genau, kommt hoch. Genau, stell dich wieder auf, Gnu, das ist sehr gut. Und jetzt kommst du auch hoch, Gnu, und Flo, komm auch mal rein und hoch. Du kannst auf dem Balkon, kannst du wunderbar mit deinem Nachtsichtgerät rumgucken. Cool. Dann lasst mal Waffen austauschen. Wer von euch ist, Signalpistole muss wirklich jemand nehmen, der echt gut im Schießen ist. Okay, warte. Ich bin's nicht. Wer will die haben? Mäntel? Hier. Nee, Simon, mach du. Du hast sie. Ne. Okay. Ich geb dir mal kurz meine... warte, ich hab auch noch... Da kommt. Warte, Signalpatrone gebe ich dir jetzt. So. Ich hab eine Pistole. Wer braucht noch was? Ich hab noch unter anderem... Ich hab auch eine Pistole. Gut, ich hab noch... Genau. Braucht doch jemand Muni? 762er würde ich noch ein bisschen nehmen, ja, da habe ich gerade 25 Schuss. Stehen? Ja. Warte, da habe ich auch noch. Nee, Simon, du musst deine behalten, weil du hast auch ein Scharfschützengewehr. Wir beide müssen auf den drauf schießen. Okay. In welcher Situation? Ganz viele 5, 6, falls einer braucht. Boah, wie viel? In welcher? Boah, das war ja mega geil, 100 Schuss. In welcher Situation schieße ich mit der Signalpistole auf den Bigfoot, wenn er weg soll oder wenn er Schaden kriegen soll? Also wenn du merkst, der ballert gerade einfach auf einen wahllos ein und geht nicht mehr weg von dem. Mhm, okay. Signalfackel habe ich mir. Der Signalfackel, da hält er dann die Hand vor den Augen und dann ist er gestunt und dann kann ich ihn weglocken. Das mache ich dann, wenn ich merke, dass nichts passiert. Wollt ihr mir noch alle Fallen geben? Dann würde ich das mit den Fallen machen. Ja. Ja. Ich habe ganz kurz, ich habe noch, ich sehe gerade, ich habe 9 mm. Eine Falle. Oh mein Gott. So dumm. Warte, ich mach die nochmal auf. Ja, ich bin reingelaufen. Ich habe noch 7,6er Munition, 30 Stück. Wollt ihr die haben? Gib die mal Simon, ich habe genug jetzt. Okay, Moment, Gnu, ich gebe dir die Falle. Ja, sehr gut. Und Medkits, wer hat die Medkits? Hat jeder von euch eins? Ich hab eins. Braucht einer was? Okay, er kommt. Oh, er kommt, ne? Ja. Oh, shit. Sehr gut, er ist reingegangen. Ja, geil. Ja, direkt in die Falle, geil. Ja, er kommt jetzt gleich durch die nächste wahrscheinlich. Genau. Ah, oh, der kommt doch schnell! In die nächste, sehr gut. Und jetzt runter. Jetzt runter. Genau, und ich schieße jetzt gleich auf das Ding hier.
Warum löst es nicht aus? Yes! Jetzt. Sehr gut. Warte, ich mach nochmal eine Falle hin. Da läuft jetzt hoffentlich rein. Komm, Vorsicht, hinter dir, Mantle. Varion, hinter dir ist die Falle. Vorsicht, komm zu mir. Ja. Ja, sehr gut. Sehr nice. Okay. Ich stell nochmal eine auf. Jetzt brauchen wir die Signalfackel. Okay, Signalpistole kommt. Hab ihn. So, ich glaube, er läuft jetzt auch gleich nochmal rein. Ja. Sehr gut. Alle nochmal ins Haus, oder? Ey, krass. Ja, das war gut. Wir waren richtig gut, Leute. Aber wie wenig man dem Damage macht, ne? Das ist echt krass. Ja. Komm schnell rein, wir lass die Fallen wieder aufstellen. Ja. Er kommt hoch, ich stelle die wieder. Rein. Genau. Ich hab. So, direkt vor der Tür. Nochmal eine. Geht auch hoch, geht hoch. Ich mach hier wieder eine. Komm, seid ihr oben alle? Seid ihr alle oben? Ja, wir sind oben. Stell ich jetzt auf. Er kommt nochmal. Er kommt wieder. Ja, jo. Yes, nice, der draufschallern schon. Ich hab keine Munition mehr. Ich seh den hier nicht. Er ist direkt vor, er steht vor der Tür, jetzt kommt er rein. Okay, hat er jetzt gesehen? Oh, runter. Das ist schlimm. Die hat er kaputt gemacht. Ich stell nochmal eine Falle auf. Vorsicht. Ja. Ja. Yes, warte, ich versuche ihn reinzukriegen. Ist er drin oder draußen? Jetzt? Außen, yes, draußen. Okay, jetzt auf mich abgesehen. Passt aber noch. Ich stell nochmal eine Falle. Oh, ich habe ihn abgeschossen, weil ich dachte... Perfekt. So, geil, Leute. Richtig gut. So. Ist er weg, oder? Sehr nice. Der kommt nochmal, aber... Lass es mal mit den Fallen machen. Ja. Hey, wir haben den jetzt schon echt geroastet, ne? Der Arme. Mhm. Der Arme. Der kann ja einfach wegbleiben. Der hat's verdient, der Penner. Stimmt. Oh, der kommt wieder. Er ist rein. Rein. Wir müssen drauf schießen, sehr gut. Jetzt hat es sie kaputt gemacht. Und runter. Oh, scheiße. Okay. Ja, genau, sehr gut. Ich nehme sonst jetzt auch mal meine Signalfackel, weil es reicht zu langsam. So, sehr gut. Ich will den wegballern, ey. Komm wieder! Warte, ich mach das jetzt, der ist auch mal weg jetzt. Los, schieß ihn ab! Sehr gut. Die Signalfackel tut ihn wirklich ablenken. Okay, Muni sparen. Habt ihr noch eine Signalfackel sonst? Nee. Ich hab noch eine. Ich glaube, das war's jetzt aber erstmal. Ja. Ey, richtig gut. Munition. Oh. Ja. Also, wenn er nicht mehr kommt, direkt weiter looten und dann hoffen, dass es fürs Finale reicht. Aber das war gut. Das war wirklich gut, ja. Mit den ganzen Fallen. Ja, das war nice. Oh, ich glaube, er kommt nochmal. Er kommt. Nein. Kommt er nochmal? Ja. Sonst habe ich noch eine Signalfackel, um ihn abzuwehren. Soll ich kurz kommen? Ich versuche ihn abzuwehren mit der Fackel selbst, aber. Ich glaube, er müsste jetzt weg sein. Ja, er kommt nicht mehr, oder? Okay, geil. Puh, anstrengend. Ja. Okay. Auch das zur Munition und so. Ja, der kommt auf dich nochmal. Okay, warte, ich habe eine Fackel. Ah, du hast? Okay. Doch nicht mich? Boah, die sind halt echt Gold wert, die Dinger, gell? Ja, die sind echt gut. Okay, also ich habe jetzt keine Muni mehr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt. Okay. Nee, also ich meine damit, wir können schon gerne auch wieder zurückgehen. Okay. Ich habe noch dann was. Lass uns mal hier runtergehen zur Karte. Da haben wir noch gar nicht gelootet. Also hier beim Winterpark weiter. Genau, das ey, wir sind echt gut. Ich bin so stolz auf meine Schafis. Ja, ich muss sagen, der Energiebalken ist ganz schön... Also im Vergleich zum ersten Mal haben wir schon. Ja. Okay, dann lass Gnu folgen und wir looten jetzt wieder hoch. Genau, hoch zum Winterpark, durch den Winterpark, runter die Map. Da haben wir noch gar nicht. Ja. Oh. Puh, das war ein Kampf. Aber das Haus war auch gut dafür, glaube ich. Haben wir. Ja. Das war sehr gut. So, wer braucht denn noch Muni? Also ich bräuchte nur 9mm, also falls da jemand was hat. Ich brauche nur Signalpistole, Muni, wenn ihr was findet noch. Da habe ich jetzt noch einen Schuss oder zwei. Aber warte mal, ich habe noch... Warte mal. 9mm habe ich eine Menge, 30 echt? Schuss. Okay. Ja. Geil, ich hab noch RA-170 Munition. Braucht die jemand? Weiß nicht, was das ist. Lass mal kurz hier zusammen bei Varion treffen, dann packen wir noch mal kurz alles so. Achso, das also,
Ich habe noch die 5, 5, 6. Welche? Wer braucht die? 5, 5, 6? 5, 5, 6. Oh nein. Der kommt nicht, der kommt nicht. Okay. Er braucht 5, 5, 6? Ich nicht, glaube ich. Das ist irgendwie... Ich kann sie... Nee, ich brauche 7, 6, 2. Also du, Vario, und dir gebe ich mal schnell die anderen Dinge. Genau, 9 mm, wenn du hast. Ach nee, 9 mm, warte, die habe ich auch. Wo sind wenn die? Du die nicht benötigst. Nö. Nö. Okay. Was wir alle haben. Oh, bitteschön. Geil, danke dir. Judge Mantle. Mantle, welche hast du? 7, 6, 2, ja. Da bin ich aber gut versorgt. Aber, da habe ich noch 80 Schuss. Echt? Ja, ja. Hast du so 80? Okay, du, mit dir rede ich nie wieder. Okay. Ich bräuchte ein bisschen Pistolen, aber ist nicht schlimm, wenn nicht. Ich glaube, wir finden da unten auch wieder welche. So, dann lass mal da runter düsen. Wie viel HP habt ihr alle? 62. Weil ich habe 3 Heals jetzt. Ich könnte euch mal durchheilen. Oh, das wäre entzückend. Ich habe noch viel. Ich habe noch viel. So, aber dann mache ich mal hier. Danke. So, noch jemand? Also ich habe noch genug. Ich habe noch ganz komische Munition. Nutzt das jemand? Gauge R800. Ich brauche jemand? Das ist Shotgun-Munition. Ja, Schotti. Ja, hat das jemand? Nee, leider nicht. Ich glaube, wir haben aktuell nur Pistole und 2 Scharfschützengewehre, oder? Okay. Ja. So, wir gehen jetzt mal kurz hier lang. Oh, es kann sein, dass hier die Hülle ist von ihm. Hülle? Das nicht. Oh, ja. Oh. Wie viele Fallen haben wir noch? Keine. Oh, ohne Fallen deswegen ist schwierig. Hoffe ich, dass, ja, deswegen hoffe ich, dass wir noch was finden. Vielleicht weil finden wir welche, ja. Das wäre sonst wirklich bitter. Ja. Gnu, hast du noch Signalmuni? Für die Signalpistole? Oh, Baum! Oh, pass auf! Oh, das war ganz knapp. Oh. Das war sehr knapp. Ich guck mal kurz. Nee, ich habt ihr noch Signalmuni? Die müssten wir unbedingt Mäntel geben. Ich hab keinen Schuss nicht. Ich hab, glaube ich, auch keine mehr. Kacke. Okay, dann muss ich mir den aufheben, wenn er wirklich auf einen drauf drischt und nicht mehr ablässt. Ja, genau. Guck mal, war hier vorne was? Weiß es noch einer von euch? Guck mal, hier ist ein Wasserfall mit, da ist dahinter eine versteckte Höhle. Oh, guck mal. Boah, das sieht geil aus. Oh, tatsächlich, du hast einen Wasserfall entdeckt. Guck mal. Nee. Oh, ich habe jemanden Toten gefunden. Oh ja. Oh, da ist er. Oh, das ist der letzte von den dreien, kann das sein? Krass. Ich weiß gar nicht, wie viele habt ihr schon gefunden? Ich habe einen gefunden und Simon einen, oder? Sehr gut. Jetzt einen, ja, also 2. Voll die Fresse zerrissen, ey. Was hast du jetzt davon? Oh, sein Handy. Danny, wo bist du? Ethan wartet schon. So eine... Oh, seine Hand sogar. Links also, das Handy, rechts die Hand. Simon, ich soll dir sagen, du wurdest von den Pietz geradet. Ach, wirklich? Mann, danke, geil, danke Pietz. Ich krieg das ja nicht so richtig mit und ich will auch nicht euch immer nerven, indem ich dann reinlaber. Aber vielen Dank an den Chat. Ich bin heute ein bisschen ruhiger, weil ich hier nicht in den Chat reinlabern will. Ich kann mich nur nicht muten. Mhm. Shit, es fehlt ein Bein. Hier ist eine Falle. Der Angreifer hat ein Bein verloren. Ich hab eine Falle. Oh, sehr gut. Sehr gut, die kannst du mir geben oder du nimmst sie. Ich geb sie dir, ich geb sie dir. Du bist Fallenexperte. Yeah. Hier ist die Shotgun übrigens. Die könnte jetzt jemand von euch nehmen. Drücke ich mir doch gleich mal. Auf jeden Fall Munition geben. Seid ihr oben auf dem, wo seid ihr genau? In dem oben. Haus, in so einer Hütte ganz oben. So, ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Ich muss irgendwie anders hochkommen. Oh, das ist ja Gnu, dann gebe ich dir das mal. Yeah, dann könnt ihr die ganze Ding Muni mir geben, wenn ihr wollt. Die gebe ich jetzt mal. Ich muss auf dich eh drücken, ne? Ja. Du machst den mit der Schrotflinte, machst du den, glaube ich, jetzt relativ schnell alle, wenn wir dann noch mit draufballern. Ja. Haben wir noch Fallen? So, warte. Eine haben Falle. Wir. Ach, eine haben wir, geil, okay. Falle hast du. So, und die Shotgun, ich habe Shotgun-Munition, die ich loswerden kann. Die gebe ich dir auch mal genug. Super. Ich habe auch noch 9 mm für Flo. Nice. Oh, na, sehr gut. Ich habe auch Shotgun-Muni noch. Geil, Leute. Ah, er ruft an. Mein Gott. Kann man da rangehen? Ich gebe sie dir mal, Flo. Ich glaube nicht. So, Moment. Soll ich dir die Shotgun-Muni geben? Oh, das wäre lieb. Ja. Da, bitteschön. Oh, ich habe die letzte Nachricht von Daniel Robbins gefunden. Geil, danke. So, Meint ihr, wir sollen hier das Finale austragen? Ja, das Haus ist echt ein bisschen klein, oder? Ja, die Sache ist halt,
Ich weiß nicht, ob wir es rechtzeitig, weil wir müssen so lange runterladen. Ich habe alles weggelootet. Warte, Knu, warte, ich muss hier noch ganz viel geben. Bitteschön. Ding steht auf Kisten. Moment, das hat nicht geklappt. Dankeschön. Jetzt aber, oder? Hast du, hey, ja. Hast du alle? Ich habe alle. Komisch, warte mal kurz. Ich glaube, ich kann dir nicht mehr geben, weil du nicht mehr kannst. Du kannst vielleicht nicht mehr. Ach so, boah, das wäre Wahnsinn. Habt ihr denn alle jetzt ein Medkit? Ja. Ich habe leider noch zwei. Dann gebe ich jetzt noch dir eins, Varion, weil dann hast du eins, dass du dich heilen kannst, wenn es knapp wird. Wie viel heilt denn das? Das heilt so 30. Dann heile ich mich mal aber voll. Ich habe halt auch nur 35, ne? Also ich was? Dann heil dich mal. Hey, heil dich. Ich heil dich, Flo. Ja, perfekt. Der hat mich halt angegriffen vorhin. So, wie viel hast du jetzt? 60, passt, danke dir. Okay, dann machen wir es mal so. Irgend sowas wie ein Kanister oder irgendwas in eurem Repertoire? Leider nicht mehr. Das habe ich vorhin im Haus verbraucht, diese Gasflasche. Okay. Dann müssen wir es jetzt so machen. Wir müssen jetzt eine Falle vor die Haustür machen. Sobald er gestunt ist, durchgehen, draufballern. Er wird dann zum Beispiel auf mich, weil ich die Falle gelegt habe, gehen. Und wenn ich sage, okay, jetzt, dann müsstet ihr halt mich heilen oder so. Da gucken wir jetzt einfach mal. Sollen wir es so machen? Ja, das klingt gut. Ja. Klingt nach einem Plan. Simon, okay. Wie viel 762er-Schuss hast du? Ich kann noch was abgeben, ne? Ich habe 24 oder so. Ich gebe dir nochmal so 20, dann haben wir beide... Okay. Warte mal, wo bist du hier, Simon? Alter. Und versucht, so viel es geht, durch die Fenster immer wieder raus und rein. 30 gebe ich dir mal. Oh, da kommt er. Okay, ab ins Häuschen. Hier geht mal alle rein. Versucht die ganze Zeit durch die Fenster rein und raus zu gehen. Alle rein, schnell. Also hier ist ein Fenster. Und wo ist das? Hier ist aber verbarrikadiert, ne? Da kommen wir weder rein noch raus. Ist nicht so genau, aber es geht auch. Ein Fenster gibt's noch, oder? Ja, nur eins hier am Eingang leider. Ja. Das ist echt. Oder hier gibt's auch noch eins. Das auf. Das könnt ihr aufmachen? Geht nicht. Geht gar nicht. Oh. Okay, geht nicht auf. So. Tür ist jetzt zu. Also hier ist ein Fenster und da könnt ihr entkommen. Oder halt, da halt, ist halt dann so. Also ein Fenster nur. Ja, es sind nur eins. Ich weiß, es ist schlimm, aber wir werden es schaffen. Okay. Wir machen es so, sobald er hier reinläuft, gehen wir alle raus aus dem Fenster. Ja. Vorsicht, du läufst gleich rein, Simon, da ist eine Falle vor dir. Ach ja, okay. Da, erstmal die Knackung. Ich höre ihn. Weil er wird jetzt eh auf mich losgehen, weil die Falle ist ja von mir gelegt. Ah, shit, hier wurde geschrieben, da ist ein Kanister an der Bank. Wo ist hier ein Kanister an der Bank? An der Bank? Draußen oder wie? Ich gehe nochmal ganz kurz raus. Sicher? Ja. Ich kann ja wieder durchs Fenster schnell rein, falls er kommt. So, Kanister an der Bank. Vielleicht ums Haus rum, oder? Hier ist er, ich hab ihn. Geil. Oh, die, ach so, nee. So, wo machen wir den Kanister hin? Den können wir vielleicht nachher dann noch droppen, wenn er irgendwie auf uns zurennt oder so. Ja, okay. Vorsicht, nicht rein, da kommt erst eine Falle davor. Pass auf. Ja, ich komme hier rein, keine Sorge. Okay, gut. Oder ich... Simon? Ich wollte nur die Drohne schnell raushalten. Steht einfach und sagt nichts mehr. Ach stimmt, Drohne wäre eigentlich ganz geil, dann können wir ihn scouten. Gucken, wo er gerade kommt. Ja, ihr könnt jetzt theoretisch... Ja? Ach so, wir können die... Ah, du steuerst schon, sehr gut. Ja, aber du kannst auch steuern. Nein, einfach. Bitte mach doch mal. Du hast ja noch nicht. Lass mal alle zum Eingang, weil sobald er in die Falle geht, müssen wir alle irgendwie draufballern. Mhm. Oh, ey, diese Uhr. Mein Herz. Oder soll ich die Falle ein bisschen weiter wegplacen? Ich weiß halt nicht, von wo er angerannt kommt. Ja, der muss ja schon reinlaufen. Also ich glaube, die steht schon ganz gut eigentlich. Wir müssen halt dann einfach draufballern. Wer hat noch eine starke Waffe? Warte mal. Shotgun, er kommt. Ja, ich sehe ihn. Ja, hat einen Hit. Er geht dann... Was? Der drischt mir direkt durch die Tür. Durch die Wand? Durch die Falle, ja. Oh, er ist reingelaufen. Jetzt müssen wir alle draufballern eigentlich. Okay, ich muss raus, weil er will mich. Muss auch raus. Oh, er ist draußen. Fuck. Der will jetzt mich. Der will mich! Dann geh wieder rein. Genau. Okay. Ja, der will mich wegen der Falle. Ihr könnt jetzt die ganze Zeit ihn abschießen. Haben, ja, der will mein Knufleisch. Uns hat er mich auch. Oh Mann. Soll ich schießen? Jetzt wäre die Lampe. Ja, genau. Er lässt ab. Er will jetzt Flo. Er will nicht. Flo. Flo, renn hier im Kreis.
Ich treffe den nicht. Mann, ey. Flo, oh, jetzt will er mich! Ja, ich lauf. Komm, Leute, nicht mehr viel. Er hat mich! Er isst mich auf! Nee, hast Glück gehabt. Okay. Jawohl. Boah, weiter, Leute, wir schaffen das. Halt euch nochmal alle hoch, wenn's geht. Ja, ja. Mhm. Und dann nochmal voll drauf. Braucht jemand Heile? Und vielleicht machst du mal das explosive Ding hin, weil er kommt ja gleich von da auch wieder her, ja, und dann ja, schießen wir drauf. Ich leg's an die Tür, oder? Oder, nee. Ja, so ein bisschen vielleicht, dass wir ihn anvisieren können, weißt du? Vielleicht auch. Ja. Hier, ja, genau hier und dann, ja, mach ja, das ruhig schon hier. Hier? Genau, ja. Okay. Und dann können wir so ein bisschen Slalom laufen, wenn du merkst, er läuft halt auf dich zu. Mhm. Und dann bam. Boah, gut, Leute, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir auch. Da geht der Mond unter. When the night has come. The Speckman is gone. Speckman is gone. Ah, die Tür geht ja sogar zu, geil. Bei mir sagt jemand im Chat, aber ihr seid doch in seinem Lebensraum getreten. Ihr tut ihm doch weh. Ja, stimmt eigentlich schon. Uns. Das ist schon wahr. Ja, aber er verteidigt nur sein Revier. Ja, aber da kann keine Teenager zerpflücken. Ja. Ich finde auch, da hört's auf. Ja, der kommt halt nicht mehr, ne? Ist er irgendwo hängen geblieben? Vielleicht hat er Angst. Ja, also, oh, er kommt auf Energie. Oh. Der hat was gefressen, der Sack. Ah, der hat mehr HP wieder oder was? Nee. Ein bisschen mehr doch am Tag. Ja, mehr der hat halt einen Wolf oder so weggesnackt. Mhm. Oh, kommt der jetzt nicht mehr? Ihm nicht verdenken, also. Der arme Racker. Ich sehe den hier auch nicht. Ah, da ist die Drohne. Genau, die kann ja mal suchen gehen. Genau, guck mal, weil ansonsten könnten wir halt echt noch weiter looten. Das wäre unten links bei der Karte. Das wäre halt episch. Episch. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Wie viel Schaden machen wir mit einem Schuss? Ich glaube, so 10. Okay, müssen wir 26 mal noch ungefähr treffen. Ja, ich habe noch, glaube ich, fast 40 Schuss. Davon treffe ich vielleicht eins. Ja, also ich habe auch so viel daneben gesammelt, als der hinter... Ja, ich auch. Da. Shit. Kommt der nochmal, oder? Nee, ich... Warte mal. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Nee. Dann Ölkanisterle mitnehmen. Und dann lasst uns nochmal unten links an die Map gehen. Ja. Meine kleinen Kartoffelchips, los! Varion, nimm die Drohne mit. Also, Achso, kann man die mitnehmen? Genau, du musst die landen und dann kannst du mitnehmen. Ah, sonst okay, warte auch mal. Die, den ganzen. Und dann zusammenbleiben, weil es kann auch sein, dass er jetzt tagsüber angreift. Der ist jetzt sehr genervt. Chat schreiben alle 6, 6, 6. Was heißt 6? 6 Schaden oder was? Oder? Achso, tatsächlich, ja, dann. Nur 6. Ist ja lächerlich. Mhm. Lächerlich. Ich becher mich weg. Dendemann. So. Okay, dann. Eieiei. Also jetzt noch was finden wir auf jeden Fall geil irgendwie. So ihr seid schon runtergelaufen jetzt, ne, den Berg. Wir sind runter, ja. Wir sind am Wasserfall gerade. Du bist gar nicht so weit weg von uns. Okay, gut. Juhu, ein kleines Lager. Ach nee, das sieht? Nee, lächerlich, ich becher mich weg, ist auch von Dendemann, oder nicht? Nö, das ist doch von Seed. Echt? Lächerlich, ich becker. Oh, hübsches Ding, ich versteck mein Ehering. Ich dachte, das war ein Joke mit Dendemann. Nee, ich dachte, das ist von Dendemann. Das wurde ja gerade hier. Dieses Geräusch ist übrigens Bigfoot. Okay, dann lass mal weiter düsen. Hab ich das Gefühl, alles hier ist Bigfoot. Ja, okay, wohin? Einfach also im Lager war ja gar nichts, gell? Nö, ich hab nichts gesehen. Ja, okay. Wir sind auch so gut ausgerüstet. Ich glaube, allein mit dem Benzinkanister kann ich schon gar nicht mehr viel machen. Aber ihr seid doch hier, oder nicht? Oder bin ich dumm? Ja, genau. Jetzt du bist wirklich bei uns. Oh Gott. Was ist denn? Lawine? Das ist eine Lawine.
Leck mich am Arsch. Oh, bin ich gerade erschrocken, ey. Ich dachte, Mann hat... Ich dachte, er ist hinter mir. Oh, ich dachte, der hat aber an Gas jetzt zugenommen, ey. So. Ja, wo vorne ist ein Hütchen. Da? Hä? Bitte, bitte eine Falle noch. Bitte, 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 bitte. Bitte, ich will noch eine Falle haben, bitte. Oh ja, wir haben eine Signalfackel. Oh, das ist sehr gut. Die brennt ihm schön. Geil. Und Fleischi. Fleisch habe ich aber auch. Genau, Fleisch habe ich auch noch dabei. Muni. Genug. Genug für zwei kurz. Hä? Gut. Oh. Warum kann man den nicht treffen? Ich bin hier ein Safe. Ist hier irgendwo ein blödes Passwort? Ich glaube, du hast ihn getroffen. Bitte. Das ist hier man irgendwo halt... ein Passwort. Kacke. Vielleicht findet ihr ja auch irgendwo ein Passwort. Passwort? Achso, nee. Ist ja noch nichts. Okay, Mäntel, wollen wir zurück? Ja, ich wollte nur diesem Bären hinterher rennen. War schon im Jagdmodus. Ich laufe wieder zurück. Ich habe einen fucking Wolf hier. Oh, okay. Ich hau ab einfach. Ein Hirsch? Kannst auch abschießen, oder? Ich habe aber nur 4 Schuss. Nee, dann spart okay, dann das nicht. Mal. Wo seid ihr? Wir kommen gerade zurück, Simon und ich. Wir waren gerade auf einer wilden Bärenjagd. Also wir sollen zu dem Häuschen im Süden, oder oben ist ein Wolf. Simon, der greift dich an. Was? Der Wolf? Zweimal gehittet. Ich komm mal zu euch. Nice, schön. Gibt mich. Du eine Frechheit. So, Kommt ihr zu mir oder soll ich zu euch kommen? Wir können auch zu euch kommen, nur ich check nicht gerade. Nee, ihr seid doch, wir sind alle hier. Dann komm du zu uns. Komm du zu uns. Okay. Unten rennt so ein... Oh Gott! Was? Alter! Was war das? Raben oder so. Oh. Ja. Gut, aber dann können wir da weiter looten. Loot. Ja. Loot. Da ist er doch. Nice. So, also oben war ich schon. Ich würde tatsächlich unten weitermachen. Jetzt unten links an die Map düsen, ja, wenn es für euch okay ist. Klar. Ja. Das ist Bigfoot. Diese Schläge? Ja. Eine Falle! Das ist eine Falle. Drück schnell! Oh mein Gott. Alter. Der ist ja gar nicht so dumm dann, ey. Fuck, habe ich mich erschreckt. Geht's von der Heilung? Ja, ich habe 52 ich noch. Ich habe Falle, ey. Ey, das ist ja krass. Aber kann man die sehen, die Fallen? Oder? Ich glaube schon, oder? Ja, also die Bäume kann man erahnen, die umfallen und die auch, aber man achtet okay, halt irgendwann auch nicht mehr drauf. Hat gar nicht gerafft, was abgeht, ey. Oh, hört ihr das? Oh, ein Toten. Ein was? Guck mal. Ein Toten? Ja. Ach so, ein Totem. Okay. Machen die Geräusche oder was? Ja. Oh. Da hat es einen Turm, den können wir kurz looten. Mhm. Oh, ja, ich muss jetzt auch was drücken. Nee. Ich wollte das immer wissen. Ja, es wird immer unruhiger hier. Feuerwerk habe ich gefunden. Damit können wir ihn vielleicht entweder anlocken oder verscheuchen. Braucht ihr noch Waffen? Muni, was ist das für ein Geräusch? Ja, 9 mm gerne. Vorsicht, Leute, das Geräusch ist nicht gut. Was brauchst du? 9 mm? Was ja, 9 mm. Okay, komm mal her. Warte, guck mal, ob ich 9 mm habe. Er kommt. Tatsächlich nicht. Okay, ja, egal. Alles okay, gut. Dann Benzinkanister. Ich habe aber auch noch ein bisschen andere Muni hier. Ah, da oben ist ja. Ah, okay, ja, die Falle ist ja klar da. Ich habe hier Feuerwerk hingemacht. Keine Ahnung. Okay. Gute Frage, ob es anlockt oder verscheucht. Ja. Sollen wir hier bleiben oder? Ja. Aber wir kommen da oben nicht runter, ne? Wenn er. Nee, du kannst. Doch, du kannst hier runterjumpen. Oh, doch. Ja, okay. Das Feuerwerk verscheucht ihn. Das sollten wir vielleicht noch nicht okay, nehmen. Nee. Nehmt ihr das mit oder soll ich es nehmen? Ich kann es auch gerne nehmen. Du es mit, ja, ne, du es mit. Lass mal hier nochmal weiter
düsen, in der Hoffnung, dass wir doch noch einen Unterschlupf finden. Oh mein Gott, wie laut sind denn diese Wildschweine? Kommt ihr mit? Ja. 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 Der heilt sich immer um 49, wird hier geschrieben. Also, ja, der isst Tiere. Ja. Okay. Mit Messer und Gabel. Jetzt ihn glauben. Okay, Nacht 4. Ich glaube, der See wäre gar nicht schlecht, weil da haben wir einfach mehr Sicht. Eine offene Fläche, ja. Uiuiui, jetzt wird es aber schnell dunkel. So, hier ist auf jeden Fall schon mal Licht, da gehen wir hin. Oh oh. Ja. Ich hab mich verlaufen, wo seid ihr? Nee, du siehst uns, glaube ich. Sehe mich, okay. Also, du läufst in die richtige Richtung. Also, genau, ich laufe auf der Map einfach. Wir kommen da jetzt nicht hoch, ey. Geht nicht. Nein, was eine Kacke. Die andere Seite. Oh Mann. Die andere Seite. Hier vielleicht? Ja. Nee. Ihr wollt hoch hier. Oder runter? Wir wollen auf diese Ebene. Ja, jetzt sind wir da. Shit, warum sehe ich nicht, wo ihr lang? Du musst dich umdrehen. Du läufst jetzt in die falsche Richtung gerade. Der rennt mir auch. Ich höre ihn gerade. Nee, hier ist ein Code. 6322. Ach, Kacke. 6322, okay. Ja, da wäre oben wahrscheinlich noch Maschinengang drin gewesen. Ja, geil. Ja, ja. So ein Overkill brauchen wir nicht. Komm ich bist nie. Du da? Nee, ich check nicht, wie ich zu euch komme. Du musst dich umdrehen. Dreh dich um und jetzt geradeaus. Du bist auch der grüne Pfeil, oder? Ja. Ja. Genau, aber der, jetzt läufst du geradeaus. Da ist eine Felswand. Ah, lauf aber mal geradeaus weiter. Da müsste eigentlich jetzt eine wir Straße brauchen dich. Kommen. Ja, ich würde auch gern zu euch. Jetzt läufst du aber in die richtige Richtung, einfach. Richtig? Oder okay. Ist da? Genau, ja, da genau, ist richtig. Genau. Ich höre ihn halt hinter mir laufen, ne? Echt? Ja. Wollen wir ihm holen? Wollen wir ja, sonst helfen? Laufen wir dir entgegen. Aber hier kann ich nicht weiter, oder? Dann muss ich unten lang? Ja, wir kommen mal. Oh ja, da ist so ein Gebirge im Weg, stimmt. No. Ich höre ihn. Also ich sehe dich, Mantel. Der aber ist bei mir. Da, du darfst da nicht runter. Der ist bei Gnu. Oh shit. Oh oh. Ja, da ist er unten. Guten Sniper-Spot. Okay, ich bin jetzt gleich tot. Oh, ja. Nein, nicht. Hilfe! Nein! Finisher, oder was das hier ist? Ich mache gar keinen Damage. Treff ich nicht oh nein, der will mich töten! Der will mich töten! Der Wichser. Ich habe die von oben geschossen, habe ich getroffen. Ich bin tot! Oh nein! Oh nein. Aber wir haben ihn doch fast. Ich schaffe es auch oben nicht. Oh! Oh nein! Oh nein, Mente! Nimm schnell, Varion, nimm schnell meine Sniper, nimm meine Shotgun. Ja, nimm meine Shotgun. Oh Gott, der ist ja wieder da. Ich will ihn nehmen! Also ich trag dich! Ich trag dich! Oh. Scheiße, Mann. Ich hab das Glück, dass der mich komm da nicht ran, ey, ich baller, aber er hält einfach so viel aus. Und Feuerwerk sonst aufstellen, das hab alles jetzt ich. Jetzt wäre ein Feuerwerk gut. Ey, das ist echt schwer. Shit! Nein, es war so knapp. Ey. Oh Mann. Ah, jetzt hat er mich auch. Scheiße, er hat so wenig Energie nur noch. Ja. Ja, ah, Mann. Wäre ich ja nicht einfach abgeschmiert, ich Trottel. Bist du Simon, runtergefallen? Ja. Nimm mal die Heilung von mir. Oder von irgendwem. Simon? Ja, ja, ich muss ihn eh noch abschießen. Okay. Du kannst aber auch Mantel und Varion eigentlich holen. Könnt ihr euch nicht hochheilen selber? Nee. Kannst du mich holen? Ich hatte 3 HP. Das ist ganz komisch, ich kann irgendwie die Sachen nicht nehmen. Wer hat denn hier von euch? Ja, konnte ich mich auch nicht. Nur hochheben. Ich habe noch meine Signalpistole auf ihn draufgeschossen, habe einen Hitmarker bekommen, aber der ist halt nicht abgehauen. Ich kann euch nicht mal hochhelfen. Nee. Um zu suchen, okay, ich kann einen durchsuchen, okay. Okay, dann neuer Try. Shit. Also nochmal raus? Ja. Ja. Letzter Versuch, oder? Ja. Das machen wir jetzt.
Ja, das, ja. Genau, wir wissen jetzt ja, wo die also die Codes werden halt echt, aber ich bin gleich legendär. Wieder da. Ja. 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 Ob die Codes gleich wieder die gleichen sind, wohl nicht, ne? Doch. Ich glaube nicht, oder? Ja, achso, die meint die Dings-Codes im Game. Das ist schon, ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, weil sonst wäre das ja so einfach, wenn man die irgendwann einfach auswendig weiß. Okay, ist wieder offen, ist genau das Gleiche. Aber kann man das auch machen, dass ich sehe gerade, man kann auch einmal den Bigfoot spielen, ne? Genau. Also einer von uns kann den theoretisch auch spielen, aber der, also okay. Ich finde, ab dem Moment, wo es ein Spieler spielt, gewinnt fast immer Bigfoot, weil der kann echt, ja permanent ja? kommen und dich umbringen, ja. Okay, ich weiß nicht, okay. ob sie es gebessert haben im Update, aber das war schon immer sehr hart. Aber ist das nicht so wie Dead by Daylight dann im Prinzip? Ja. Ja, ne? Ja. Mhm. Mhm. Nom nom. Genau, das war meine Strategie. Alle Tiere totschießen, damit Bigfoot nichts mehr zu essen hat. Ja. Aber so. Ich bin wieder da übrigens. Soll ich nochmal suchen? Also habt ihr einen neuen auf schon? Ja. Ja, ist die gleiche Lobby. Gleiche ja. Lobby, gleicher okay. Code. Können wir das schaffen? Klar. Ja. Klar, wir schaffen das. Jo, ja, genau, das wollte ich hören. Ich habe wieder. Soll ich mal. Soll ich, wen wollt ihr nehmen? Mir ist egal. Ach, der ist ja nur noch Jessica. Ja, ist egal. Ja, ich nehme wieder Rick, weil ich baller die ganze Zeit mit Wilder. Okay. Let's go. Okay. Jetzt müssen wir es aber auch schaffen. Verdammt. Ja, es hat aber auch gut. So. Also es hat eigentlich der Anfang war gut, sehr knapp. Nur ich bin dann verloren gegangen. Deswegen, ich glaube, wenn ich bei euch gewesen wäre, hätten wir es geschafft, glaube ich. Ja. Dass sie aber auch nicht mehr mitnehmen können. Sea of Thieves habe ich nicht geplant. Das werde ich, glaube ich, nicht nochmal spielen. So. So. Boah, Mäntel, ey. Bin D-Zug. Direkt durchgebrettert. So. Merk schon, hier ist keine Freundschaft mehr. Jetzt jeder lootet. Keine denkt, Zeit. Jetzt muss hier gefaced. So. Boah, sehr schön. Einfach nur E drücken. Nehmt alles mit. Ja. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwo seid, an zum Beispiel einem kleinen Lagerplatz, guckt immer genau auf die Tischchen, weil da liegen oft einzelne Signalpatronen, weil die so wichtig sind. Ah, okay. Ah. Das wird ihr auch mitnehmen. Ja. Okay, ich glaube, wir haben das Wichtigste, ne? Glaube auch. Ich habe, glaube ich, Munition für eine Shotgun, die ich abgeben kann, falls jemand eine hat. Nee. Ich habe noch keine. Wo war denn nochmal dieses krasse Dorf? Boah. Das war doch oben rechts, oder? Ja, oben rechts, so leicht oben rechts. Ja, ich glaub, so dann lass uns. Ja, genau da zuerst hin. Da war viel Loot, gute Häuser. Ja. Sollen wir vielleicht auch noch das Gewehr oben holen und ihr geht kurz ins Dorf, weil dann hole ich das Gewehr und ihr lootet mal die komplette Stadt. Ja, okay, machen wir so. Der kommt ja jetzt am Anfang eh nicht. Flo, weißt du ungefähr, wo diese Siedlung war? Aber ich raff's jetzt schon wieder nicht. War die nicht mittig so? Wollen wir auf der Straße erstmal? Ich glaube, die war oben rechts mittig. Ja, guckt mal gern. Hier, also wenn wir hier weiter rennen, wo ich jetzt lang laufe. Genau, Simon, dann gehen wir zusammen. Ja, okay. Genau. Mhm. Komm, Flo, dann laufen wir auf die Hauptstraße. Ja, im ja, Dunkeln okay. sehen wir jetzt ja, wo es leuchtet vielleicht. Und dann finden wir das. Da hinten ist schon irgendwas. Wo ich drauf zurenne. Diese Nacht kommt er ja noch nicht, ne? Nee, genau. Eigentlich nicht, nee. Okay. Hier müsste doch eigentlich was sein. Oh, naja, wurscht. So eine Straßenlaterne. Hm.
glaube, hier hinlatschen wäre nicht schlecht. Vielleicht die Kleinen dürf ich dann auch hier? Gern mitnehmen. Ich weiß es nicht. Glaub nicht. Dann lass ihr müsst, glaube ich, weiter hoch. Oder ja, irgendwo da war das doch, oder? Leute, wisst ihr es vielleicht? Weiß ich nicht mehr. Nee. Jetzt im Süden wird geschrieben. Nee, was? Echt? Echt? Südlich. Vielleicht hier, wo alle Straßen hinführen, maybe? Guck mal hier. Ja, hier ist ja, es geil, cool. Danke. Sehr gut, dann lootet ihr ruhig gern schon mal. So, Winterpark, Muni. Hier war irgendwo noch eine Falle, das weiß ich noch. Winterpark. Simon. Oh, süß. Hier voll die Steine von oben. Ja. War das auch eine Falle? Ich glaube schon, wenn du direkt runter stehst. Das ist also ultra viel einfach leer. War das hier beim Wasser, Simon, oder war das jetzt mir gerade vorbeigedüst? Nee, also dieselbe Hütte wie immer, ne? Geradeaus und dann links. Ja, okay. Du kannst doch übers Wasser. Ich meine, wir könnten auch einfach hier quer rüber, ne? Ah, nee, okay. Da sind so Steine. Na, doch, hier. Hier kommen wir, glaube ich, hoch. Echt? Ich habe voll die Until Dawn Flashbacks. Nee, wir schaffen das hier, schaffen es. Nein! Simon okay, ist tot. Ja, wir müssen doch den Straßenweg gehen, leider. Gott. Also, Flo, in diesen Häusern hier ist bestimmt irgendwo eine Waffe. Ja, ich hoff's. Junge, die hängen ja oft. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschreckt. Die hängen ja oft so an der Wand oder so, wie Knu meinte. Ja. Sorry. So. Uppibup. Guckt doch, ob ihr irgendwo Codes seht. Alter, diese scheiß Uhr. Weil da sind halt die geilen Waffen drin. Wir haben noch nicht eine Waffe irgendwie holen können. Das ärgert mich. Wie sehen die Codes aus? Holen? Ich hab einen Code. 6322. Echt? Geil. 6322, genau, das war der eine. Und der hier ist 9703. 9703. Also beide sollte man sich mal merken, glaube ich. Ja. Ja, der geht. Ja. Oh, hey, das ist Dynamit. Das ist ja mega geil. Oh, nice. Okay. Wir gehen einfach geil. Weg. Wir haben Dynamit. Dynamite. Sieht einfach nur so 50 ab gleich. Geil. Cool, genau, das müssen wir machen. Sehr schön. Dann lass uns zurückgehen. Da ist noch eine Axt. Okay. Flo, ich hatte eine Glock, eine 17 gefunden. Ja, geil. Hast du die Axt schon? Oder ist die hier? Ja, ich habe die genommen. Ich habe eine Signalpistole. Geil. Cool, sehr gut. Cool, dann wäre zwei. Nice. Willst du die, Matteo, die Signalpistole gleich? Ich hab schon eine, nimm du die mal ruhig. Okay. Habt ihr ihn damit abgeschossen? Ja, genau. Das macht echt gut Schaden. Nice. Wenn ich die Pistole nehme, kann ich die noch abgeben, ne? Weil dann nehme ich einfach mit für Flo. Ich würde sagen, wir gehen dann zu denen, oder? Ja, bitte. Die Augen sind voll aufgerissen. Simon. Nur ein Messer. Oh, ach so, ja, warte, Moment. Ach, du hast eine Waffe, okay, nehme ich. Warte. Oh, die gute R700. Now we talking. Das freut mich, das ist ja Hammer, wo hast du denn so viel geilen Shit her? Das war alles in den Hütchen. Oh, Erste-Hilfe-Packung habe ich auch. Also der Loot ist hier schon ganz geil, muss ich schon sagen. Also witzig, wie ruhig alle werden beim Looten, so jeder voll konzentriert. Ja. Sollen wir hier vielleicht noch kurz hochgehen, Simon, und gucken, ob es da was gibt? Weil in der ersten Nacht macht er eh nix. Ist halt ein Gentleman. Okay. Aber hält er noch schön seine Griffel bei sich und dann in der zweiten, dann zerreißt er dich. Okay. Oh, ich hab 4 Erste-Hilfe-Packs. Boah, cool. Naja. Okay, da ist was. Nee, ist nur eine Seilbahn. Nee, keine Ahnung. Mal da hochdüsen. Wie viele Schüsse hattet ihr von der Signalpistole? Viele? Also 4 Stück mindestens hatte ich. Ich habe, glaube ich, 4-mal drauf geschossen oder so. Ich habe noch eine Rohrzange, Matthieu, und eine Brechstange, wenn du was haben möchtest. Das habe ich auch, so Zeug, aber ich weiß nicht, was das bringt. Okay. Ist es Nahkampfwaffe oder was? Kannst du switchen? Bete, dass es jetzt nicht die Höhle von Bigfoot ist hier. Oh, scheiße, Simon. Aber ist das nicht gut? Nein.
Können wir nicht da betteln in seinem eigenen Zuhause? Aber das sieht echt aus wie seine Höhle. Oh. Da stand Beware vorne dran. Das hat er hingeschrieben. Oh shit, ist sie groß. Aber ist doch eigentlich, ich meine, naja, wobei, er wird uns killen, ne? Aber hier das Dynamit und so und ihn reinlocken und dann fallen und einfach einmal alle machen. Oh, jetzt die Shotgun. Cool, wir haben noch eine Shotgun, Leute. Nice. Okay, das geil. Ist richtig geil. Dann kann ich euch den Schuss auch gleich dafür geben. Hab ich, glaube ich, noch ein geil, bisschen okay, was. Jetzt ganz schnell raus hier. Guck mal, da liegen auch die ganzen Fallen, die ihr mal benutzt. Komm, Simon, schnee! Ja, ich bin schon raus, Ach, du bist schon gerade noch drin. Okay, so. Jetzt können wir uns dann auch zusammenfinden. Dann kommen wir ins Dorf hier. Warst du in dem Haus schon, Matteo? Ja. Ja, da war ich zuerst drin, genau. Ich hätte so gern Schneemobil. Das wäre wirklich geil, so ein Schneemobil. Oder ein Schlitten. Dann so Fleisch hinten dran binden. Ja. Fleischi. Ja, hier ist ein Auto. Kann man Autos looten oder benutzen? Nee, ne? Kofferraum manchmal oder es liegt halt was irgendwie in der Nähe. Okay. Okay, Flo haut's kaputt. Alles klar. Ja, ich würde gucken. Abbauen. Aber ihr kommt her, ne? Wir battlen ihn wieder hier, würde ich sagen. Ja, wir kommen zu euch. Wir müssen nur den Berg runter. Und dann können wir kommen. So, da Lele. Da haben wir auch noch ein kleines Dörfle. Ein Unterschlupfmensch, ich glaub's ja gar nicht. Das ist aber wenig. Nicht viel. Feuerwerk, na gut. Geil. Ein Fleischi. Sehr schön. Auch mit, alles mitnehmen. Oh, Schrotflintmunition. Ah, doch gar nicht so schlecht. Und was ist das hier? MP3-Player, okay. Dann lass mal straight zu denen pacen. Ja. Wir kommen! Drohne haben wir leider nicht, ne? Wo war die denn, ey? Die habe ich. Die liegt nice. Auf dem Stockbett oben. Ach cool, okay. Was sagst du? Kann ich dir gerne auch geben. Ja. Ja, die Drohne, ja. Ach, Drohne, ja, ja. Ich hab sogar Batterien noch. Extra. Schnauze! Also, die Tiere hier nicht hier. Ja, aber die haben auch zurückgemeckert gerade. Oh, da ist ein Bär. Simon, Vorsicht. Lass uns vielleicht hier lang latschen. Ich will meine Muni nicht verschwenden. Ja, ich auch nicht. Ich will aber noch kurz hier lang, weil da hat es bestimmt noch was. Und dann düsen wir straight ins Dorf. Oh, da hat es noch ein Häuschen, das können wir noch mitnehmen. Guck. So. Dann haben wir wirklich genug Loot, also das muss... Ja, meint ihr es muss, rein? Ich hoffe doch. Ihr habt ja so Kanister oder so Sprengfässer oder sowas. Dynamit hattet ihr, ne? Ja, Dynamite. Oder können wir denn echt irgendwie in so ein Haus reinlocken und dann irgendwie das Dynamit... Wie zündet man das? Muss es werfen oder... Ich habe einen kleinen Sender, du kannst es gerne nachher machen, wenn du magst. Nee. Simon, hier ist ein Code, ich muss irgendeinen Code geben. Oh, was ist denn der? Okay, wir gucken. Wie war denn der andere Code vorhin nochmal? 6322. Alter. Fotografisches Gedächtnis. Passt nicht. Ich habe Signalpatronen auch. Ja, das ist gut. Wir haben zwei oder drei Waffen davon. Okay, hier liegt doch manchmal irgendwas am Boden. Hier muss irgendwo ein blöder Zettel sein. Komm schon. Ich will diesen Code. Dann will ich, dass da die Machine Gun drin ist. Hm. Und ist das eine... Also ist es immer in der Nähe oder ist es eben wirklich auch mal woanders? Meistens schon in der Nähe tatsächlich. Aber es kann auch mal an einem Lagerplatz sein, wo es zum Beispiel kein Loot gibt. Ansonsten lass uns direkt düsen. Ich will jetzt nicht, dass wir irgendwie zu spät kommen. Ja, nee, ich finde auch nichts. Ja, ich habe einen Totem gefunden. Könnte es noch sein. Hier unten geht es auch noch rein, Simon. Ah, ja, okay, komm. Wie kommen wir da rein? Über die Mülltonnen? Nee, du kommst anders rein, scheinbar. Ja. Okay. Da, so. Oh, genau, okay. Hier ist vielleicht noch ein Code.
Das könnte natürlich sein. Was ist los? Was war das? Ein Wolf isst mich auf! Mit Messer und Gabel. Ehrlich, Matteo, ich komm. Du bist so weit weg. Alles gut, hab ihn getötet, aber boah, der hat mich 20 Mal gehittet, aber ich hab nur 60 HP. Also nur 40 HP. Okay. Alles gut. Dann let's düsen zu denen. Okay. Und zwar ganz schnell. Ja, ihr müsst echt euch beeilen, glaube ich. Okay. Was schafft ihr? Probier noch eine Sache. Die Leute sagen Code auf dem Regal. Was? Was? Echt? Sehr geil. Was ist der Code? Ich frag den Schneemann. Gib uns den Code! Jetzt. Ja. Oh, Matthias, du hast noch Munition übersehen. Ich bin gleich tot! Ach Mann! Unten? Ich glaube nicht, oder? Das hätten wir gesehen. Theo. Was ist los? Theo! Ich bin. Der isst mich auf! Bär! Der Wolf! Der Bär! Wo kommt denn der Bär her? Wahrscheinlich der, den wir vorhin nicht getötet haben, Simon. Ah, okay. Beißt es einen dann doch wieder in den Arsch. Ich hänge fest. Wollen wir helfen? Wie viel HP hat er denn? Er ist so weit weg. Genau, wir sollten jetzt mal alle schnell ins Lager, weil wir müssen ja auch noch die Sachen uns alle austauschen. Mhm. Wie viel hält der aus? Ey, normalerweise hitte ich die mit einem Schuss, dann sind die tot. So ein Bärchen hält schon einiges aus, ja. Denke ich mir aber auch, ne? Ist groß und fettig. Ja, Bärenschenkel. Jetzt habe ich Hunger. Ja, das hat sich gelohnt, die Aktion, die ich hier gemacht habe. Komm einfach, ich hier nicht rüber? Du kriegst gleich ein Medipack und dann kriegst du ein Pflaster aufs Auer. Okay. Das passt mal. Komm. Oh, das war voll für den Arsch. So, wir sind jetzt im Dorf. Sollen wir wieder in das gleiche Haus gehen? Würde ich sagen. Das ja. War gut. Ja. Genug, ich gebe dir gleich nochmal die Fallen. Du hast die ganz gut, dass du die wieder aufstellen kannst gleich. Gerne. So. So, Dalele, dann gehen wir da direkt mal alle rein. Ihr habt ja alles fleißig gelootet, wie ich sehe. Ich bin sehr stolz auf euch, Kadetten. Okay. Ich habe jetzt einfach 4 Medikits verbraucht, weil ich angegriffen wurde von diesen Viechern. Was hast du für eine Waffe? Ich habe nur Signalpistole. Ich habe aber Munition noch ohne Ende für 9mm 7,6er und M4CL. 7,6er okay, kannst du... Hat eine Shotgun oder? Also ich habe die Shotgun. Ja, gebe ich dir. Mäntel, ich gebe dir kurz die hier. Warte, dann. Simon, brauchst du 7,6er Munition? Ne, Matteo, ne? Ich brauche 7,6er, genau. Ich habe 5,56er. Braucht die jemand? Nee. Matteo, ich gebe dir die Schuss. Danke. Will jemand eine Glock haben? Würde ich, glaube ich, nehmen. Ich habe auch noch Patronen ohne Ende. Wer hat denn die Signalpistole? Ich habe eine Spitzhacke. Soweit. Wer hat die Signalpistole von euch? Ich habe eine und Flo hat eine. Ah, okay. Okay, Moment. Dann gebe ich dir auch noch mal ein bisschen Monumental hier. Danke. Ich gebe dir Flo. Die Fallen könnt ihr mir die alle geben? 9 mm? Ja, braucht 9 mm? Also ich habe auch keine Waffe gehabt. Doch, du hast jetzt. Ich habe dir die Pistole gegeben. Du brauchst jetzt 9 mm. Ach, geiler Typ, ey. So, kriegst du auch von mir. Moment. Okay, habt ihr mir alle Fallen gegeben? Warte, ich guck nochmal. Ich habe leider keine. Ich habe noch eine. Ich habe eine Drohnenbatterie. Brauchst du die, Simon? Ja, nehme ich gerne. Habe ich auch. Schrotflinte braucht keiner? Gnu. Ja, Gnu, Schrotflinte brauche ich. Und noch deine Falle hätte ich gerne. Und habt ihr auch alle Heilung? Ja. Hast du. Braucht jemand Energie noch? Ich habe auch noch Heilung. Ich habe nur 60 HP. Wollt ihr mich einmal heilen? Ist ja geil. Hä? Oh. Ja, ich heil dich. Geil, danke. Okay, dann wieder hoch. Dankeschön. Ja. Und wenn er kommt, würde ich einfach hier runterjumpen. Ja, geil. Okay. Fallen aufstellen oder so? Ja, ich habe eine vorm Haus, ich mache hier nochmal eine hin. Ja, okay. Munition. So. Oh, ich habe noch eine Falle, warte mal. Yeah. Und wichtig, wenn er an die Falle tritt, dann müssen wir schon alle draufknödeln. Okay. Weil das stunt ihn, da müssen wir alle draufbolzen. Das heißt, sobald er jetzt hier in der Tür ist, stellen wir sie alle hoch und knödeln rein. Mhm. Ja. So, habt ihr auch noch Signalfackeln? Die sind auch sehr wichtig. Nee, eine habe ich davon. Eine Fackel. Was machen die nochmal? Nee, Feuerwerk habe ich.
Okay, dann die Signalfackeln könnt ihr sonst mir geben, dann tue ich ihn wieder weg, wenn er kommt. Warte wenn mal. Wenn er... Signalfackel, ich hätte die gerade eben noch gesehen, dachte ich. Hier, habe ich 2 Stück sogar. Hier, gebe ich dir. Super. Hast du? Er kommt, oder? Scheiße. Er ist unten schon. Er hat wieder ein Straßenschild dabei. Ja. Okay, jetzt kommt er gleich nochmal hierher. Okay. Ah, da ist er. So. Oh Mann. So, jetzt tritt er rein, jetzt ballern. Und jetzt hier runter. Okay, er ballert. Ist ihm alles egal. Das hat aber nicht viel. Und raus, und raus. Hä? Wenn es geht. Oh. Vorsicht, das ist eine Falle. Vielleicht tritt er rein. Yes, und jetzt draufknödeln. Oh, oh. Sehr gut. Ich mach nochmal, geht nochmal rein, dann mach ich nochmal die Falle. Ja. Ist er drin oder draußen? Draußen, ist weg. Geht alle schnell rein. Okay, ja. wir gehen rein. Seid ihr rein. Seid ihr alle drin? Ja. Ja. Okay, ich mach die jetzt hier hin. Und sobald er reingeht, knödeln wir wieder drauf. Ja. Stellen es hier hin. Und ich mach auch oben nochmal eine hin, dann gehen wir wieder hoch. Ja. Okay. Ist hier nicht um die Ecke auch der Sprit? Aussichtsieber? Ja. Das Benzin? Oh, ja. Er kommt. Ist kaputt. Ja, jetzt draufknallen. Vorsicht, Simon, komm zu mir. Ich mach eine Falle. Ich hab keinen Schuss. Ich hab kein Schussfeld. Das ist voll dumm. So. Oh Mann, der Typ, ey. Ja, wo ist er? Penner, Alter. Okay, jetzt auf mich abgesehen, ist aber nicht schlimm. Sag, wenn ich Signalpistole schießen soll. Ja, geht noch. Knall weiter drauf. Ja, alles gut. Mir geht's gut. Noch geht's mir auch nicht. Aber er hat mich schon am Visier. Ah, ich schieße die ganze Zeit daneben. Boah, ich nicht. Jetzt rausballern. Ja, jetzt wird's eng. Ich bin abgeschossen. Guckt immer auf eure Energie, wie es aussieht. Ja. Oh, jetzt hat er mich. Ja, jetzt müsst ihr bitte mal draufballern, der bringt mich um. Ja. Okay. Haut er ab. Ja. Ja. Okay. Sollen wir mal Dynamit sonst probieren? Ja, klingt gut. Ja. Dynamit ist sehr das gut. Boah, das wird aber Druck jetzt, gell? Er hat alle Fallen kaputt gemacht. Oh Mann. Aber das hat ihn teilweise kaum aufgehalten. Ja. Wie sieht es mit euren Heilungen aus? Ich habe 32 HP, also... 57. Kurze Frage, kann ich Dynamit jetzt hinlegen und dann von der Ferne zünden? Kann mir das kurz mit dem Chat beantworten? Das wäre halt ja, episch. Ja, das wäre gut, ja. Ja, sagen die, oh Gott, ich kenne meine Community. Ja, okay. Also ich kann die jetzt placen und dann von Weitem zünden. Mhm. Warte, mal kurz gucken, was sie sagen. Kann man noch einfach Fleisch hinlegen oder geht es nur in Kombo mit einer Falle? Okay, gefährliches Halbwissen. Ich glaube, das geht nur in Kombo mit einer Falle. Also würde ich es verstehen, ich kann es ja nicht sagen. Okay. Was sagen eure Zuschauer? Geht es? Live ist nur Ponyhof. Ja, zünd den Knaller. Aber wenn, also kann ich den Knaller erstmal hinlegen und dann zünden oder geht es direkt los und macht er das automatisch? Weiß ich nicht. Auch alle Bigfoot-Noobs, glaube ich. Ja, das kennen nicht viele. Okay, dann lassen wir es mal noch. Okay. Da ist er wieder. So. Fettessen wird dir geschrieben. Okay. Da sehe ich uns. Kommt der jetzt nochmal? Ich glaube nicht, oder? Auch nicht. Er meckert nur aus der Entfernung. Er macht so wie so eine Ziege. Er tut auf jeden Fall fleißig Fallen aufstellen. Das macht er. Die Sau. Ja. Huh. Wenn man die nicht okay. mehr reparieren kann. Oh Mann, ey, ich will so einen Kanister haben oder so. Das ist ja doch geil, so ein Benzinkanister. Ich glaube, wir können dann auch gleich mal weiter looten. Und zwar unten links und unten rechts, würde ich sagen. Wenn es okay ist für euch. Klar. Also ich glaube, der wird jetzt nicht mehr kommen, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Das war jetzt genug Schläge. Gut, dann lass direkt weiter looten. Genug Guide uns, wir rennen hinterher. Okay. Hier haben wir wirklich alles, ja? Ich meine, hier sind noch einige Gebäude. Schon. Ja, gut, okay. Aber da haben Flo und ich ja direkt gelootet, als wir hingekommen sind. Also da müsste eigentlich alles gelootet sein.
Wie sieht's aus mit Metz? Habt ihr noch genug? Ich habe noch 2 Heilkittys. Vorsicht. Ich habe noch 32 HP. Das könnte heißen, dass jetzt gleich hier irgendwo eine Falle ist. Oh. Ich habe 2 noch. Könnt ihr mich einmal heilen, weil ich habe nur 32, weil ich will nicht direkt sterben, wenn ich irgendwo... Warte. Geil, ich habe sie gegeben. Ah, ne, gegeben. Okay, danke. Hört ihr das? Nice. Ja, wir haben doch einen Heal-Character, oder? Also jemand, der heilen kann. Genau, die Jessica. Genau, da, eigentlich sollte die Person immer alle heilen, weil da kriegen ja mehr AP, oder? Ja. Das ist wahr, ja. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Was ist denn das? Das ist Flo, der haut immer hier mit seinem Messer auf irgendwelche Bäume drauf. Erzählst du? Hä? Hä? Warte, ich glaube, hier unten können wir noch was mitnehmen. Und dann gehen wir nochmal hoch. Ja, hier kann Blut sein. Ja. Yes, yes, yes. Ey, es ist so viel empty einfach. Ja, das stimmt. Empty road. Take home. Oh, oh mein Gott. Nix. Boah, wie der immer rumschreit. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, dann einfach nach oben. Habt ihr alles? Habt ihr okay. Mit dem Lift kann man nicht fahren, ne? Nee, leider nicht. Nee, ich denke nicht. Ah, aber der wäre so schön sicher. Ja. Ja. Aber da kannst du sicher eine Dauerkarte. Da kannst du wahrscheinlich drin sitzen bleiben und von oben abschießen, da kann nichts machen. Ja. War das der Weg hier schon, oder? Ja. Das war doch der Weg nach oben zum... Ich glaube schon. Ich laufe so ein bisschen parallel zu euch hoch. Ey, diese Geräusche machen mich so nervös. Es ist echt keiner von euch. Es ist die ganze Zeit Flo, 100%. Matteo, ey, du bist so ein Troll. Okay. Dann bin ich der Troll. Hä, wer läuft denn da vorne? Seht ihr das? Hä? Hä? Was? Das ist Matteo, oder? Das bin ich. Ach so. Oh nein, da hat doch kein Name dran gestanden. Ich habe mich aber auch umgedreht und sehe euch und ihr habt auch keinen Namen. Das ist auch voll unheimlich. Ja. Ich habe ein bisschen... Oh! Ich habe ein bisschen was geskippt mit dem Paper-Glitch. Der Paper-Glitch. Aber jetzt sind wir hier oben an der Sackgasse. Wie geht's hier oben weiter? Hier geht's lang. Ey, ihr verarscht mich doch, oder? Das ist Flo, 100%. Ey, Matteo, was? So. Ich nehme dir gleich das Messer weg. So, okay. Ich denke die ganze Zeit, der ist über uns und baut irgendwas. Weiß. Oh, ich habe eine Signalpatrone. Das ist nice. Ich habe hier ein Medikit. Ich habe noch Shotgun-Munition. Braucht jemand Shotgun-Munition? Gnu. Gnu, dann gebe ich dir die mal. Ich gebe mal kurz dir die Signalpatrone. Warte. 2 sogar. Bitte geil. Schön. So. Das hast du gerade echt gefühlt. Das habe ich gefühlt? Ja. Dass ich dir die Signalpatrone gegeben habe. Achso, ja. Ich finde das voll geil. Oh, hier ist eine Shotgun, Leute. Ja, let's go. Okay. Let's go. Jawohl, ey. Hier an der Wand, nice. Wer will die? Oh, hier ist ein Toter. Ja, also wenn die gar keiner will, dann nehme ich die auch noch, aber... Simon, was hast denn du für eine Waffe? Varion, was hast du für eine? Ich habe eine Pistole. Ja, dann gibt's die Varion. Ich habe nur hier, ich habe die Sniper, die ist ganz okay. Ja. Ich gebe dir dann auch Muni ab, ich habe ja noch so viel, weil dann können wir da gleichzeitig drauf. Ich habe auch noch 7 Sechser gefunden, Matteo. Geil, 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 geil. Aber guck mal, Simon braucht auch 7 Sechser, ich habe schon eigentlich genug. Okay, ja, ich habe übrigens auch noch Muni. Hier musst du rein. Kamera? Ja. Könnte man mal die Leiche fotografieren? Ich habe leider keine Kamera. Ah, okay. Nice. Warte, ich gebe dir kurz Muni. Ja. Ey, mega cool. Oh, hier ist auch noch 7-6er unter dem Dings gewesen. Geil. So. Dann können wir jetzt nämlich doppelt und dreifach drauf klatschen. Ja, das ist geil. Haben wir noch irgendwie einen Benzinkanister? Ich habe halt noch den Dynamit. Hier wird geschrieben, ich hab dir nochmal Muni gegeben. Ich gebe erstmal die Falle. Man kann TNT ohne zu zünden ablegen und dann zum Zünden draufballern. Also, weiß nicht. Nimm's mal an. Ich dachte, ich hätte eine Schrotflinte, aber habe ich gar nicht. Gnu, kann ich dir ein Healpack geben und du healst mich damit? Ja, ich kann dich auch mit meinen healen. Warte. Ja, aber ich gebe dir trotzdem dann meins. Habe ich dich geheilt? Glaube schon, hier. Danke dir. Geil.
Gut. Aber ich muss mal sagen, diese ganzen Scouting-Möglichkeiten, die Drohne, die Kameras, die benutzt man ja eigentlich nie, oder? Weil der kommt ja eh wie ein Wahnsinniger auf einen zugerannt. Ja, das ist irgendwie... Ja. Also man muss ihn gar nicht jagen, sondern du wartest einfach, bis er zu dir kommt. Er jagt uns halt eh. Ja. Habt ihr den Kanister, der hier irgendwo war? Ach stimmt, der war an den... Warte mal, der, da ist aber gerade keiner. Ist es random, wie der spawnt? Ne, hier ist keiner. Der lag letztes Mal hier. Jetzt haben wir keinen Shit. Hm. Ey, wir könnten das TNT auch vielleicht im Haus zünden, oder ist es. Boah, oder ist es. Wollen wir den hier challengen? Wo denn? Hier, wo wir sind? Ja, ja, hier oben, oder? Okay. Ja, weil ich glaube, jetzt können wir ja. Ich habe jetzt noch eine Falle. Die Falle würde ich jetzt einfach placen, und zwar draußen. Gnu, wir machen es so. Ja. Wir placen die Falle und da drunter legst du das TNT. Sobald er in der Falle steckt, schießt er aufs TNT. Weil da kann er nicht das weg. Halt ne, das wäre eine geile Idee. Die Frage ist halt, kann ich das TNT, wenn ich das TNT jetzt schmeiße, zündet die Person es automatisch oder kann ich es jetzt hinlegen und warten, bis er reinrennt? Simon, also willst du mir einmal die Drohne geben, wenn du die nicht nutzt? Ach, klar. Im Chat stand, dass man das hinlegen kann und man kann draufschießen, aber ich raff das noch nicht so genau. Hm. Nice. Geh zum Zünden mit dir geschrieben. Das könnten wir auch so machen. Du legst es hin. Ich hab halt Angst, dass wenn ich jetzt die Taste drücke, dass sie automatisch auch zündet, weißt? Ich weiß nicht, wie die Animation ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir getrollt werden. Wollen wir es testen? Leg's mal hin. Ja, komm. Leg's mal hin. Okay. Alles gut, Marion? Brauchst du Hilfe? Ah, warte mal. Ich glaube, ich brauche die Dings noch, die Batterie von dir. Okay, da ist es jetzt und dann kann ich. Drei Batterien gegeben. Ah, warte mal. Okay, ich kann es schmeißen, Mäntel. Ah ja, okay. Okay, dann mach ich jetzt mal die Falle hier hin. Genau. Und hoffe, dass er reinläuft. Ja. Und dann das Dynamit schmeiß ich dann einfach rein, oder? Ja, genau. Legst dann, also schmeiß oben drauf. Und sobald er in die Falle gelaufen ist, zündest du das Dynamit dann. Okay. Okay, dann nicht. Vario, nimm dir jetzt eine Falle hier, Vorsicht. Ja. Geht mal an ins Hausi, weil dann rennt er auf die Falle zu und auf den. Ich stelle mich hier direkt hin. Okay, let's go. Und vielleicht könnt ihr hinter mir dann auch direkt zu ihm durchballern. Weil wenn er in die Falle geht, soll er ja, ist er ja gestunt. Mhm. Das sollten wir eigentlich ausnutzen. Stelle ich mich mal hier hin. Je nachdem, wo er jetzt herkommt, muss ich ja außenrum um die Falle laufen. Ja. Gucken mal, wo er kommt, ob er kommt. Er kommt wahrscheinlich von unten wieder, ne? Es ist unangenehm, hier zu warten. Ja. Und zu wissen, man wird gleich gerippt. Könnte man nicht laut machen irgendwas hier? Hier ist doch immer irgendwas, was Lautstärke genau, generiert. Genau, Radio oder so. Ja, da ist so ein Megafon. Ja. Oh ja. Also wenn ihr mir sagt, wenn der in der Falle ist, dann kann ich auch durchs Fenster auf das TNT draufschießen. Das geht auch, ne? Nein. Oh, das ist schön, ja. Oh, super angenehm zu hören. Voll schön, ja, richtig angenehm. Wer hat das? Wer macht das? Haben wir ausgemacht. Ey, da ist ein Flieger-Original gerade abgestürzt im Wald. Was? Was? Ey, ich schwör's euch, das ist, der ist da geflogen über den Mond und ist dann im Wald einfach so versenkt. Meinst du, wir können ihn finden? Wahrscheinlich kann man ihn wirklich finden, ja. Wir müssen vielleicht alle ganz weit weg vom Dynamit, sagen alle. Wie weit weg? Also, dass wir alle ins Haus gehen. Oh, okay. Oder halt weg vom Dynamit. Also so, dass ihr schon mehr Abstand habt, ja. Sag mal, kann man den mit der Drohne elektroschocken? Weil das sah aus, als wenn ich mit linker Maustaste irgendwie einen Elektroschock oder so geben kann. Das wäre natürlich das episch. Das wäre geil. Ah, das, ey. Ich würde das nicht nochmal austesten. Ich habe Angst, dass ich es verbrauche. Hast du vielleicht ihn mal gefunden schon? Weißt du, siehst du ihn vielleicht? Nee, ich sehe ihn gerade noch nicht. Kann aber nochmal... Da sind wir. Er kann ja nur da. Ich versuche ihn gerade so ein bisschen. Da, er kommt. Okay, er kommt. Sag, wenn er in der Falle ist. Noch nicht, er kommt zu euch. Er hat mir wieder eine gegeben durchs Fenster, der Assi. Ja, und schon ist er da. Falle. Ja, kommt irgendwie. Also vielleicht kommt er jetzt zur Falle. Nee, lauft an der Falle vorbei, sodass er reinläuft. Kommt zu mir, genau. Ich kann halt jetzt nicht mitschießen. Weil ich Angst habe, dass ich da nicht zielen kann.
Simon kommt irgendwie. Ja, vielleicht läuft er gleich rein. Achtung, ich spring dran vorbei. Oh, vorsichtig, dass du jetzt gleich getroffen bist. Alter, der hat mich gerade fast gekillt. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich auch hier. Ja. Kill ihn! Oh nein! Ich hab's ausgenommen durch deine Mann. Warte, ich heile euch. Ja, warte, warte, warte. Alter. Oh mein Gott. Hast du das Dynamit gezündet? Ja. Du schon, danke. Ja, aber eigentlich ja ganz gut. Ich hab's ja auch noch in die Luft gejagt. Ja. Oh, jetzt brauche ich dringend Heile. Ich hab euch schon geheilt. Oh. Heilt euch mal kurz alle hoch. Und kommt mal zu mir, weil ich hab noch eine Falle. Hat jemand was zum Heilen? Weil ich hab gar nichts mehr. Nee, ich hab leider auch nichts mehr. Oh Mann, ey. Und er hat immer noch so viel Energie. Scheiß Friendly Fire. Wie er hier einfach langläuft. Jetzt ist er drin. Jetzt nur noch alles draufballern, so viel geht. Ist eh auf mich, ist egal. Komm, ist nicht mehr viel, Leute, ist nicht mehr viel. Ich kann auch Feuerwerk setzen sonst. Ja, mach das Feuer. Ich hab mir auch reingefeuert. Und dann haut er ja ab, oder? Wir haben ihn doch gleich. Oh, jetzt tötet er mich. Ist nicht wir schlimm. Haben ihn doch gleich. Tötet ihn, tötet ihn. Nicht schlimm, killt ihn. Ich bin tot. Der Wichser, der will auch nicht ab jetzt. Nee, den holen wir uns jetzt, der Penner. Den holen wir. Alter, bleib stehen! Nur noch komm, nur noch einen Schuss, Leute! Das gibt's doch nicht! Sieg ab! Oh ja! Ja! Ja. Oh mein Gott! Bigfoot, du alte Schlampe! Oh Gott! Haben wir jetzt den Wagen? Dieser Penner, ey! Oh mein Gott, ey, was ein Krampf! War aber ehrlich. Das ist schwierig, das Update hat's schwerer gemacht. Ja, ja, ja. Oh, Mama Bär ist tot. Aber das hat aber, uns gut. Ja, voller ja, Einsatz von Gnu. Geführt. Hat sich geopfert, damit wir wieder schießen können. Damit die Babys leben können. Ja. Oh, geil. Das war schön. Ja. Oh, das hat nice. Gemacht. Hat mir gefallen. Es hat mich glücklich gemacht. Ein gutes Team. Ein gutes Team. Ja, geil. Okay. Wenigstens einmal. Na gut. Ja, da hätte ich auch nicht schlafen können, wenn wir den jetzt nicht umgebracht hätten. Nee, ist ja, so. Einmal also wenigstens das liegen. Das musste jetzt noch sein. Ja. Ist auch das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ich hätte den auch noch nie sterben sehen. Nee, gut. Alles klar. Okay, dann danke ich euch. Ey, danke euch. Ja. Voll Spaß gemacht. Gerne wieder mit einem anderen Spiel. Wir suchen uns einfach mal parallel irgendwas raus. Ja. Und Mäntel, wir sehen uns ja am Mittwoch. Genau, ne, bei Crap. Ich glaube, alle, die hier sind, sehen wir vielleicht am Mittwoch. Ich komme ein bisschen später wieder. Was ist denn das eigentlich für ein Spiel? Das ist wie bei Squid Game, so Kinderspiele, weißt du? Und da spielen alle Streamer so gegeneinander und müssen sich dann so gegenseitig verarschen und runterschubsen. Und der Letzte, der überlebt, der gewinnt dann so. Geil, fühle ich. Ja. Ja, geil. Okay. Schönen Abend euch, Leute. Danke schön. Schönen Abend euch. Ciao. Mach's gut. Ciao.